Das ist so wohl. All right, one at a time, then. Mr. Schweiger. They tasered me, Jimmy. Oh, and then they did that. What's wrong with these people? They're animals. They're out to get you, buddy. Cut, everybody. Just cut. It's hard to make a TV show. What the fuck? I can't say that. Hey! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Sorry to bother you! Oh, shit, fuck me. Fuck. Motherfucker. Excuse my language, everyone, I'm sorry. Fuck. Fuck. You miserable piece of shit. Did you get what I asked you for? The code provisions. Shit. Fuck this fucking button. Cut the motherfucker. Cut it. Schwarzer Stuhl. Schwarzer Bildschirm. Weißer Ventilator. Schöne Werdekorsorte, Tassi. Ja, herzlich willkommen zum neuen Livestream Better Talk About Saul, der insgesamt 11. zu der 9. Folge namens Fall. Ja, wir haben uns gerade kurz schon beruhigen müssen. Ja. Das ist alles sehr... Zu viel Elektrizität hier morgen, ganz schlimm. Die Folge ist sehr spannend gewesen, sozusagen. Spannend, ja, auf jeden Fall. Wir haben uns die Chuck-Methode angewöhnt. Wir führen die im Real Life jetzt immer aus. Ja. Ja. So, gut, wie viel haben wir? 15 Leute sind schon dabei. Könnt ihr uns dann hören? Ist alles okay? Kommentiert einfach. Gliederung. Genau, also wir haben wieder hier die Kommentare wie jede Woche, seit 11 Wochen jetzt. Wir haben jetzt nur noch 2 Folgen vor uns, weil wir auch eine Special-Folge nach der 10. Episode machen werden. Ja. Und wir haben hier wieder hier die Kommentare, wir sehen wieder eure Kommentare. Einfach kommentieren, wenn ihr irgendwie eure Meinungen abgeben wollt zu irgendwas, was wir heute wieder besprechen. Die neueste Folge Fall. Oder und, Fall. Ja, oder Fall. Aktualisieren wir am besten mal. Ja, unser Stream hängt gerade wieder ein bisschen. Ja, gut, aber der Ton läuft ja weiter, wissen wir ja. Und wir haben heute wieder sehr, sehr viel. Wir haben wieder sehr, sehr viele Themen. Wir haben aber auch diesmal unglaublich viele Facts und Easter Eggs gefunden. Und das ist natürlich ziemlich geil. Haben wir selber, waren wir ein bisschen überrascht. Oh, einer hat keinen Ton, meint sie. Haben denn die anderen Ton, oder ist es ein lokales Problem? Bei den anderen läuft es, glaube ich. Ich alles hoffe, gut, ja. Es läuft soweit. Rechts mal ein Ding. So, also, was haben wir heute? Wir haben heute am Ende der Folge hier mögliche Cliffhanger zur vierten Staffel, ja. Zu vielleicht vierten Staffel. Da werden wir auch kurz nochmal drauf eingehen, ob es vielleicht eine vierte Staffel gibt. Was auf jeden Fall geben wird, ist ein scheiß Cliffhanger. Da können wir uns schon mal sicher sein. Ja, und da gibt es auch Informationen, aber dazu später. Ja. Dann kurz, kannst du jetzt eigentlich gleich sofort mal zu dem Los Pollos Hermanos Offenbach was sagen? Also ein paar Leute haben sich ja schon gefreut, dass Los Chavos Hermanos vom Haftbefehl eventuell ein echtes Geschäft wird, eine echte Los Pollos Filiale, weil er ziemlich gut damit beworben hat. Er hat einen Spot gedreht zum Beispiel. Eine Veranstaltung erstellt. Eine Veranstaltung erstellt, aber hinter dem ganzen Ding steckt nur ein Marketing-Gag von Netflix. Ja, es leider gibt also nichts. Keinen Los Pollos Hermanos in Deutschland. Ja, nicht mal ein Pop-Up-Store. Das ist ein bisschen schade, ein bisschen enttäuschend. Also ich hätte nicht gedacht, dass die wirklich dann das irgendwie komplett zurückgerudert wird. Also das hätte ich nicht gedacht. Das war eine blöde Marketing-Strategie. Ja. Dass man dann so enttäuscht wird. Das war ein bisschen krass. Erst recht, weil halt das ziemlich blöd kommt. Ja. Haftbefehl macht erst eine, das sagt dann Marketing-Ding-Geschichte gewesen, mit Kooperation von Netflix und dann postet er sowas, das geht voll viral und dann auf einmal rudert er wieder zurück. Das ist schon ein bisschen schlecht. Ja, aber ich glaube, er hat dann irgendwie als Kompromiss gemeint, er wird trotzdem für ausgewählte 1000 Fans Hähnchen kochen, was auch immer das bedeutet. Ohne Los Pollos. Ja, klar. Also nichts Besonderes. Ja, was haben wir aber noch? Weiter geht's. Wir haben natürlich nicht vergessen, dass wir eigentlich heute das Gewinnspiel
beginnen wollten. Wir haben eine ganz kleine Sache, auf die wir noch Rückmeldungen warten müssen. Das kann also sein, weil heute leider Feiertag ist und wir das Gewinnspiel ja in Kooperation mit Close-Up machen, dass wir das erst morgen posten werden. Aber dafür zeigen wir euch, sagen wir ganz exklusiv im Livestream, die Preise schon nachher, ja, die ziemlich geil sind. Und darauf könnt ihr euch echt freuen. Die sind, wird sehr nice. Die sind nice, ja. Dann haben wir natürlich die Promo wieder zur Finalepisode Lantern. Ja. Und das ist ziemlich spannend, weil natürlich jeder wissen will, was gibt's für Cliffhanger, beziehungsweise wie geht es weiter. Und ja. Schauen wir mal, ja. Ja. Aber jetzt wollen wir erstmal mit der jetzigen Episode anfangen. Da war ja auch reichlich viel, genau, was passiert ist. Genau, mit einer Abstimmung. Ja. Abstimmung natürlich, wie jedes Mal haben wir abstimmen lassen, die Fans. Und dieses Mal haben fast alle für eine 2 gestimmt. Also fast alle fanden die neue Episode gut. 21 von 30 21 Stimmen. Von 30 fanden die Episode gut und eher die wenigen fanden sie sehr gut. Aber trotzdem war es dann ein Durchschnitt von 1,7, weil niemand fand die Folge schlechter als 2. Ja. Von daher trotzdem noch eine der besseren Episoden. Wo ich aber gleich sagen muss, ich habe eine 2 gegeben. Running Gag. Ja, er gibt immer eine 2. Ich gebe immer eine 1. Ja, aber nach der Recherche zu dieser Livestream-Folge hier hätte ich mir gedacht, eigentlich nach diesem ganzen, nachdem ich weiß, dass da so viele Easter Eggs drin sind und so viele Referenzen zu anderen Folgen und so weiter und so fort, hätte ich eine 1 gegeben. Okay, ja, bei mir kommt es drauf an, also ich habe eine 1 gegeben, weil ich die Folge jetzt objektiv betrachtet habe, aber wenn ich sie im Kontext betrachte, dass es die 9. Folge ist von der, ja, Staffel, dann hätte ich eher eine 2 gegeben. Aber so die Folge an sich, wenn man sie allein betrachtet, war sie schon sehr, sehr nice auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe mir vielleicht noch ein bisschen was Dramatischeres erhofft, aber darauf können wir nachher nochmal eher eingehen. Ja, und ich kann auch, ich gebe nachher noch kurz ein Statement von Peter Gold ab, warum das vielleicht doch nicht so dramatisch gewesen war in der 9. Folge, was vielleicht in der 10. Folge folgen. Ja, es kommt noch an, also bis jetzt war ja die 9. Folge, die 9. Episode war bis jetzt immer bei Better Call Saul auch schon mehr oder weniger das Highlight, wenn du mal aus Staffel 1 oder aus Staffel 2 die 9. Episode nimmst. Das waren immer die Episoden, wo wirklich dann der große Twist kam oder der Höhepunkt mehr oder weniger. Das hat sich jetzt hier nicht ganz so angefühlt, das hat sich mehr so angefühlt, als ob es wirklich in der 10. Folge kommt. Auf jeden Fall ist es auch was mir auch bei der neuen Folge Fargo oder bei der 9. zum Beispiel aufgefallen ist, dass es sich nicht ganz wie eine 9. Folge irgendwie anfühlt. Bei Fargo? Ja, das kam ja auch vor kurzem raus. Wer schaut noch von euch Fargo? Ich habe jetzt, wie gesagt, keine Zeit dafür. Ja. Ich habe aber die ersten 2 gesehen. Ja. Gut, wir haben diesmal wieder 3 Stränge. Wir haben sie in 3 Stränge eingeteilt. Einmal Jimmy und Kim, einmal Nacho und Mike. Nacho und Mike. Dann noch ein bisschen Hector und so. Und dann Chuck für sich alleine, weil Chuck irgendwie jetzt gerade so ein bisschen auch für sich alleine, die Geschichte so für sich alleine weitergeht. Ja. Und wir fangen auch mit Chuck an. War ja jetzt auch nicht so viele Szenen. Ich habe 2 steht mal. 3 aufgeschrieben. Ja, gut. Und wenn man diese Howard-Geschichte noch mit reinnimmt, habe ich mir 3 aufgeschrieben. Mit denen fangen wir an, dann machen wir Nacho und Mike und dann am Schluss natürlich die spannendste und beste Geschichte, würde ich jetzt mal sagen, von der Folge Jimmy und Kim. Ja. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal damit an. So, erste Szene war Chuck. Chuck sitzt zusammen mit der Versicherung bei HHM. Mit Howard. Ja. Und jetzt kommt schließlich die Konsequenz, die Jimmy raufbeschworen hat. Ja. Und zwar ist die Konsequenz, dass HHM nun mehr Beiträge an die Versicherung zahlen muss, weil Chuck geisteskrank ist. Ja. Sozusagen. Und man sieht aber auch ganz klar, Howard ist letztendlich wirklich endgültig genervt von Chuck. Ja. Und von Chuck seinen eigenen Entscheidungen, die er mal kurz raushaut. Wir legen ja, bis jetzt war es echt immer so. Bis jetzt war immer Chuck derjenige, der alles in der Hand hat und ja. Howard war so der Lehrling. Aber jetzt genau umgekehrt in der Folge ein bisschen. Naja, bis zu der Serie, bis zu der Szene noch nicht. Da sagt er auch wieder, hier HHM, wir schaffen das gegen euch, Versicherung, ihr kleinen Loser. Ja. Und dann kommt erst dieser Blick von Howard und sagt hier, Alter, hör auf mit dem Scheiß. Ja. Und mach nicht immer auf Stress und so weiter. Komm mal runter und ja. Er fängt auch erst so ein bisschen chillig an, so wie immer. Er tut so nett auf ihn einreden. Da sagt er eben, er soll Professor werden zum Beispiel. Er soll nicht mal als Anwalt arbeiten.
Ja, und dann und kriegt er Selbstbewusstsein. Aber, ja, er sagt aber auch, dass er sagt auch zu Chuck, dass das Fass, dass der Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also er hat es schon irgendwie so gemerkt, die letzten Wochen, ja, wo wir so gesehen haben, vielleicht so in der Serie, letzten Monate, man weiß es ja nicht genau, dass der langsam aber sicher keinen Bock mehr hat auf ihn. Und jetzt in der Folge haben wir es auch letztendlich wirklich mal gesehen. Ja. Da haben wir auch mal die Prognose gezogen, dass eventuell irgendwann mal Chuck gegen Hamlin. Wir haben schon lange die Prognose gezogen, aber jetzt ist es endlich so. Und er droht ihm auch wirklich. Also Howard sagt dann zu Chuck zum Beispiel, wenn einem genug Leute sagen, man sei betrunken, wird es vielleicht Zeit, sich zu setzen. Also es war schon krass. Also Howard war eigentlich mein Lieblingscharakter aus dieser Folge, weil er ist so der Einzige, der wirklich rational denkt und einfach nur seine Firma voranbringen will. Im Gegensatz zu Jimmy oder Chuck, die einfach nur persönliche Interessen haben. Ja. Deswegen gefällt mir Howard hier ziemlich gut eigentlich. Ja, Howard, muss ich wirklich sagen, Howard hat auch eine kleine Reise, kleine Entwicklung in der ganzen Staffel jetzt, wenn man das so ein bisschen mal Revue passieren lässt, schon geschafft. Jetzt haben wir wieder gerade hoffentlich keine Verbindungsprobleme mehr. Oh, es geht, oder? Ja, soweit zu dieser Szene, würde ich sagen. Die nächste Szene, oder hast du noch was? Nee, können wir weitermachen. Die nächste Szene ist da, wo schon, natürlich, weil wir halt einen Strang durchziehen, da, wo der Howard schon den Brief von Chuck bekommt, und zwar... Er freut sich erstmal, weil er denkt, ja, er kann jetzt endlich die Abschlussparty organisieren. Genau. Chuck hat abgedankt. Er freut sich richtig halt, ne? Ja. Es ist nicht nur irgendwie so, ja, cool, sondern er freut sich richtig. Schon krass. Aber er tut ihn verklagen. HHM wird komplett verklagt von Chuck. Und er geht zu Chuck. Und dann gibt's erstmal richtig Beef. Ja, jetzt sagt der Birgit Howard Lieblingscharakter. Das ist jetzt eine Frage von uns. Also in der Episode. In der Episode war es ganz gut. In der Episode hat mir aber auch Kim ganz gut gefallen. Ja. Also wie gesagt, das ist natürlich, das ist natürlich eine Überraschung, was so, dass ich das sag, weil ich habe Anfang der Serie in dem Live-Talk hier gesagt, dass ich ziemlich enttäuscht bin von Kims, von Rhea Seahorns Schauspielerleistung. Stimmt, aber die wird immer besser irgendwie und dieses, vielleicht hat er auf mich gehört. Ja, vielleicht. Vielleicht schaut ihr den Stream auch an und hat mich zu Herzen genommen. Ilja schreibt, dass Howard ihn loswerden will, war abzusehen, hatte nur gehofft, dass es früher passiert. Ja, aber vielleicht wird das ja jetzt auch zum großen Cliffhanger. Was wird daraus und so und so. Also ich glaube schon, dass es ganz gut passt soweit. Weißt du, was wir letzte Episode noch gesagt haben? Hm? Dass wir Chuck jetzt so sympathisch finden auf einmal. Was mir gerade einfällt. Oh, da haben wir was vergessen. Du wolltest mir Moskau Mule ausschenken. Ja, zur Special-Folge. Und jetzt kriege ich hier wieder scheiß Wasser. Zur Special-Folge vielleicht. Ja, ja, okay. Aber das ist wirklich. Vielleicht, ja, da wird es wahrscheinlich auch ein bisschen sonniger, weil gerade wird es richtig gewitterig. Gewitter zieht an. Auf jeden Fall, wo waren wir? Chuck fanden wir letzte Episode noch richtig sympathisch, aber jetzt ist er wieder ein richtiges Arschloch geworden. Und zwar noch mehr als zuvor. Nein, das würde ich nicht sagen. Doch, finde ich. Ich verstehe ihn. Das ist seine Firma, die er aufgebaut hat. Wenn du jetzt mal, sagen wir mal, unser Projekt hier, 4001 Reviews, denkst. Ja, und natürlich. Und dir wird gesagt, Alter, du hast so einen Schaden, du wirst jetzt rausgeschmissen. Das Ding ist ja aber, er wird ja nicht wirklich rausgeschmissen, sondern er kann ja trotzdem noch dort als Professor oder so, dass er trotzdem noch in Verbindung damit steht, dass er ausgezahlt wird, obwohl sie es momentan, glaube ich, nicht können mit den 8 Millionen Euro, weiß ich nicht genau. Da habe ich aber eine, da können wir jetzt eigentlich gleich drauf zukommen, wir sind ja schon in der letzten Szene, Howard bei Chuck zu Hause. Ja, da sagt ja auch Howard, also du willst lieber HHM in den Ruin ziehen, als auszusteigen. Und das war, ja... Das fand ich schon ein bisschen arschlochmäßig. Und es war auch typisch Chuck, dass er aber nur seinen Stolz behalten muss. Naja, das ist ein Anwalt. Also der geht ja nicht einfach so. Wir kennen den Chuck ja so. Ich meine, aber er ist doch auch schon so alt, dass er in Rente gehen könnte oder dass er mal langsam in Ruhestand gehen könnte. Aber oder? wenn die Agentur, die Kanzlei, keine 8 Millionen stemmen kann, sind die, glaube ich, nicht so reich. Also so als Anwalt, ich hätte gedacht, also das ist ein Riesenkomplex immer, diese Kanzlei. 8 Millionen ist schon wenig. Wenn die das nicht mal stemmen können, als Kapital. Ja, das dachte ich mir auch kurz eigentlich. Das ist wenig, finde ich. Also das ist irgendwie komisch. Entweder sind die. Nee, ist das wenig. Aber dann auch wieder verständlich. Nachher kommen wir ja zu der Sandpiper-Geschichte. Warum die ein bisschen warten. Stimmt, ja, das hängt wahrscheinlich damit zusammen.
Ilja schreibt, gut ist, dass der Beef Chuck von Jimmy ablenkt. Vielleicht entstehen ja neue interessante Bündnisse. Interessante Bündnisse, ja. Wille Wallo, ich denke, am Ende der Staffel werden noch alle leben. Ich habe gerade gedacht, bevor ich den Satz zu Ende stehe, alle sterben, aber da steht alle leben. Das könnte gut sein, ja. Ich dachte nicht, dass diese Folge jemand stirbt, aber... Ja, fast nicht. Ha, scharf dran vorbei. Ja. Das ist vielleicht ein Anfang vom Ende. Aber das war's eigentlich schon mit Chuck. Ja, es war noch ganz witzig, wie er so mit dem Pürierstab so ein bisschen einen auf gesund macht, aber in Wirklichkeit danach wieder anfängt mit. Aber er kriegt, naja, er hätte es vorher nicht geschafft. Also der ist schon gesünder. Aber natürlich noch nicht ganz gesund. Daniela schreibt aber, wie cool er den Stab in den Topf rührt, obwohl er so allergisch dagegen ist. Sag mal, was ist hier los, ey? Abgesprochen. Gut, also das war der Strang von Chuck. Fand ich jetzt eigentlich ganz nett. Ja, man sieht jetzt, dass Chuck einen neuen Gegner hat. Nicht mehr Jimmy. Nicht mehr Jimmy, sondern jetzt Howard. Er ist komplett allein jetzt. Komplett. Ja, aber nicht mal Ernie. Aber ich glaube einfach nicht, dass der so schnell aus seiner Firma rauszuhauen ist. Das glaube ich. Die wollen ja nicht raushauen, glaube ich, sonst wird er ja ausbezahlt werden. Nee, aber sie wollen ihn ja nicht mal als Anwalt arbeiten lassen. Sie wollen ihn, glaube ich, dann als Professor irgendwo einstellen oder so. Weil Chuck sagt doch irgendwann, ja gut, auszahlen könnt ihr mich ja auch nicht, weil die 8 Millionen nicht stemmen könnt. Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass sie ihn rausschmeißen, richtig rausschmeißen. Ja, aber das sagt ja Chuck. Howard hatte vielleicht bis dahin gedacht, er kann es raushauen, aber dann... Ja, er kann es eben nicht vielleicht, machen. Ja, ist vielleicht ihm da ist aufgefallen, dass es nicht geht. Wenn er so teuer ist, Alter. Wenn der Chuck so teuer ist. Ja, schon, und deswegen wollen sie ihn wahrscheinlich als... irgendwas anderes da. Das ist krass. Ich habe es auch noch nicht, muss wahrscheinlich nochmal anschauen, um das komplett zu verstehen. Ja. Wieso? Was war das so schwer? Wie auch immer. Also wir machen weiter. Und zwar mit Mike und Nacho. Wir haben nämlich nachher das Promo-Video und da haben wir einen kleinen Einblick auch wieder in Chuck und Howards Konflikt. Ja. Wir haben es ja wieder angesehen, damit wir da ein bisschen... so vorgreifen können, ein bisschen, aber nicht alles verraten natürlich. Stream ist weg. Ist er bei allen weg? Oh, läuft es heute wieder nicht so gut. Ist wieder das Unwetter dran schuld. Sind wir da oder sind wir nicht da? Wenn wir nicht da wären, dann wird man dich auch nicht hören. Ja, ja gut. Ja, okay. Aber wir machen trotzdem weiter. Ich denke mal... es kommen bisher noch keine, doch sind da, gut. Da ist wieder da. Also Mike und Nacho. Es fängt an mit Mike bei Mardi Gras. Mardi Gras Electromotives. Und jetzt, in der Szene haben wir, das ist eine unglaublich interessante Szene, im Nachhinein. Wie gesagt, ich habe das erste Mal, seit wir diesen Live-Talk haben, habe ich eine Szene im Nachhinein für die Recherche, für diesen Live-Talk, sehe ich die ganz anders. Oder nicht ganz anders, aber viel besser. Okay, ja, dann hauen wir aus. Naja, erstmal kurz hat mir der Blick von Mike, wo der Segway vorbeigefahren ist mit dem Typ so. Ach so. Der Blick, ey, der war so geil. Da denkt sie, ja, was geht denn, wo bin ich hier gelandet, Alter? Blödes Hipster-Unternehmen. So geil. Und ja, und dann gehen wir in das Büro von Lydia. Ja, das kennen wir ja schon. Ganz. Hat auf jeden Fall einen Doppelnamen. Ein Doppelnamen und dann noch natürlich ein Nachnamen. Ja, ich hab's, wie heißt sie nochmal? Auf jeden Fall, es gab ja die Theorie, dass, also irgendjemand hat es in der Gruppe gepostet, ob vielleicht Lydia heiratet mit Gast. Da kommen wir aber später drauf. Ich habe nämlich da auch eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Aber zuerst will ich sagen, es ist wieder eine alte Wirkungsstätte aus Breaking Bad. Ja. Sehen wir mal wieder. Ja, ich finde es krass, weil die halt wieder alles so einrichten müssen, Junge. Das ist immer so krasse Arbeit, finde ich. Wobei der Raum jetzt auch nicht so gefüllt war, ne? Das Kissen hat gefehlt, wenn wir so reinschauen. Ja. Vielleicht saß der Mike drauf. Ja, vielleicht saß er. Aber gut, kommen wir zum ersten Fakt. Und zum ersten wirklich auch gleich interessanten Fakt. Gut. Und gleich auch ein Statement von Peter Gould dazu. Und zwar... Er wird übrigens bei der nächsten Folge Regie führen, Peter Gould. Echt? Ja. Ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, warum. Wie gesagt, ich sag nachher da was dazu, nach der Promo. Mir ist gleich einen aufgefallen, bevor, warte mal. Ach, wir Deutschen immer so genau, schreibt Ilja.
Und Wille ja, Wallo, ja. Nice, meine Theorie wird besprochen. Ach, du warst es, ja genau, deine Theorie besprechen. Ja, können wir auch gleich besprechen. Glückwunsch. wir haben also, mir ist gleich klasse, etwas aufgefallen. Was? Ach so. Mir ist gleich etwas aufgefallen ja. in der Szene, und zwar von dem Equipment in dem Raum. Und was? Weiß ich nicht. Der Computer. Warum? Das ist ein Apple-Computer. Und so ein Apple-Computer habe ich noch nie gesehen. Und zwar sieht er so aus. Dieser Apple-Computer, oder dieser iMac G4, kommt aus dem Jahre 2002. Oh, es macht also Sinn, nicht wie bei deinem Handy, was von Howard ja, aus der Zukunft geholt wurde. Und ich habe nämlich noch eine extra Info dazu. Und zwar Peter Gold hat auf die Fragen geantwortet, was so die Schwierigste an dem Wiederbeschaffen von damaligen Equipment oder Items ist, also wie zum Beispiel Autos und so weiter, was halt aus der Zeit von damals ist, hat er gesagt, Autos sind sehr schwierig, dank der Abwrackprämie in Amerika, weil wohl viele Autos von damals wegen der Abwrackprämie zerschrottet wurden und fast kaum mehr für Serien oder so zur Verfügung stehen. Und das Zweite hat er aber gesagt, das allerschwierigste Item ever im bisher der ganzen Staffel ist dieser Computer gewesen. Aus dem Jahre 2002. Dieser iMac 4G. Das muss so irgendeine Sau aus dem iMac gehabt haben, oder? Das ist krass. Ich denke mir, auf jeden Fall haben die denn irgendwie bei einem Sammler oder so für viel Geld mal kurz für ein paar Folgen oder für ein paar Tage. Ja, klar. Ja, ich kann es nicht vorstellen. Es gibt doch bestimmt so viele Leute, die das auch haben. Naja, guck dir mal den iMac. Ich kenne nur die davor von 98, 2000 und die danach. Der aus 2002, den haben wir noch nie gesehen. Hast du schon mal gesehen? Weiß ich nicht. Diese Version, die gibt's wahrscheinlich auch gar nicht so oft. Und deswegen, glaube ich, ist die auch teuer, wenn man die irgendwie ausleiht. Hm. Das andere, was mir kurz aufgefallen ist, wenn man jetzt hier das auf die Jahreszahlen schaut, letztes Mal hast du doch einen Hinweis gesehen von 2004? 2003 sind wir im Jahr 2003. Aber es war doch 2004 irgendwas, oder? Oder war es 2004? Das war 2004. 2003 Zeitung oder so. Und das ist von 2002. Wenn man jetzt aber hier eine Electromotive Madrigal, wo sich so modern einrichtet und dann, sagen wir mal, einen ein Jahr alten oder vielleicht sogar zwei Jahre alten iMac drin stehen hat, ist das realistisch? Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Detail. Ja, aber das ist eine Frage, die, ja, ne. Auf jeden Fall, dieses Item, Benjamin schreibt gerade oder nachgemacht. Wie gesagt, das ist das schwerste zu besorgende Item gewesen und ich glaube, dass schließt dann aus, dass es nachgemacht haben. Und war, also es ist mir sofort aufgefallen, weil da halt, da sieht man das Apple-Logo und ich habe diesen Dinger noch nie gesehen, deswegen habe ich da ein bisschen recherchiert und habe die Info rausgefunden. Da machen wir jetzt aber mal weiter. Da machen wir jetzt weiter. War interessant genug. Ja, das Interessante an der Szene ist aber auch, dass Lydia sagt, das ist die erste Geldwäsche. Ja. Weißt du warum? Warum? Weil Mike in Breaking Bad ja 9 Kontaktpersonen hat, die dort auch ihr Geld waschen haben und dann ausgezahlt werden wollen, nachdem Gus Fring dann umgebracht wird. Mhm. Und dann will ja Lydia diese 9 Personen von Mike alle umbringen lassen. Und deswegen will dann Mike Lydia umbringen. Am Anfang der 5. Staffel von Breaking Bad. Ja, fand ich auch interessant. Und warte, wer tötet dann diese 9 Kontaktpersonen von Mike? Walter White. Ja. Im Gefängnis. Ja. Ja. Alles hängt zusammen. Du darfst mir für Breaking Bad Fragen nicht stellen. Ich hab's einmal gesehen. Das ist einfach, das muss ich zugeben. Ich hab's einmal gesehen. Das war auch ein Detail. Das war Jahre her. Ja. Jetzt aber die Frage für mich, was drängt Lydia überhaupt dazu dem Schritt, dass die das eingeht mit der ganzen Geldwäsche-Geschichte? Warum die das alles macht? Und da kommen wir jetzt zu Gus. Also zu der Theorie von Wille Wallo, glaube ich, war das. Und meine Theorie ist, es gibt zwei, entweder hat Gus sie irgendwie in der Hand, ja, sie hat irgendwas gemacht oder irgendwas eingegangen, sie brauchte Geld, keine Ahnung, Gus hat die irgendwie in der Hand, oder sie ist in Gus verliebt. Wo wir da auf Wille Wallos Theorie zukommen, dass die irgendwas am Laufen haben oder verheiratet, oder wie war die Theorie sogar? Glaube ich aber nicht. Weil sie hat einen Doppelnamen. Das vielleicht, aber mir ist eher von der ganzen Szene etwas aufgefallen, und zwar dieser Blick,
Nachdem Mike nämlich ihr vorwirft, dass sie sehr viel für einen Drogendealer riskiert, antwortet sie nämlich mit den letzten Worten, nämlich mit dem ganz ernsten Blick und nicht mit einem verliebten Blick. So ja. Drogendealer, wenn sie denken, dass er nur das ist, ja. Dann kennen sie Gustavo Fring nicht. Und es war jetzt, Angst. Ja, und es war jetzt nicht so, dann kennen sie nicht, was er alles kann, sondern das kein irgendwie so ein Ding, Alter, dann kennst du nicht, was er alles kann, der hat mich sozusagen unter Druck. Also so ist mir das Ganze eher aufgefallen. Wollte wahrscheinlich Bock auf Geld gehabt und ist dann irgendeinen schlechten Deal mit ihm eingegangen. Hängt er jetzt in der Klemme wahrscheinlich. Weil warum sollte die das eingehen, diese ganze Geld? Also warum soll die jetzt auf einmal so Geldwäsche? Das ist ein Riesenschritt. Wenn du das machen würdest, Alter, du arbeitest ganz normal und dann machst du das, fängst es an, das ist ja krass. Mike hat ja auch Bedenken, also er tut ja auch dann sagen, gut, also Mardi Gras ist ein deutsches Unternehmen, wir Deutschen sind genau, das weiß Mike auch, hat deswegen Bedenken und wie viel Geld wolle er waschen? 200.000? 200.000 in 20 Wochen, 10.000 Dollar ja. pro Monat. Und ich glaube nicht, dass... dass da irgendwie was mit Gasverliebtheit geht. War zwar meine kurze zweite Theorie, aber die verwerfe ich gleich. Ja, ich glaube das auch nicht. Aber gut, dass du die angesprochen hast, die Theorie. Kann natürlich auch sein. Es kann ja auch sein, dass die Schauspielerei, was ich jetzt nicht glaube, schlecht war. Und das sollte eigentlich was anderes heißen. Und sie guckt irgendwie ernst. Ne? Das kann auch sein. Aber das glaube ich nicht, weil es wird ja neu gedreht damit. Ich glaube sowieso, dass Gas schwul ist. Das hatten wir auch schon mal, die Theorie. Aber ich glaube, das wird nie gezeigt. Ja, das wird auch nicht gezeigt. Jetzt schreibt Benjamin Jursch, genug Schleichwerbung. Ja, es war keine Schleichwerbung. Jetzt haben wir wieder irgendwie dieses Internet heute. Ja, nächste Szene ist, oder hast du noch irgendwas dazu? Nee. Nächste Szene ist, Hector und Gus treffen sich. Und es war dann auch wieder so ein typischer Breaking Bad Anfang. Man denkt erst, jetzt geht's ab, er macht die ganze Zeit mit diesem Feuerzeug rum, aber dann sieht man, die warten gerade auf was. Und zwar auf einen Anruf. Wir dachten da ja, bei der Promo hatten wir diese Szene auch gesehen, wo er irgendwas wegwirft. Und wir dachten erst, es wären diese Pillen, weil er vielleicht irgendwas gemerkt hat. Aber jetzt wissen wir, es war leider nur ein Feuerzeug. Ja. Auf jeden Fall, alle sind da. Nicht Gus ist da, Nacho ist da, seine Victor. Ja. Alle warten auf einen Anruf. Das ist auch komisch, wo sind die da überhaupt? Irgendwo, Alter. Weißt, irgendwo steht da wieder ein Tisch mit einem Stuhl. Und einer Gaslaterne. Was stand vielleicht auch da? Ich frage mich immer, mein Gott, wenn du es mal ins Real Life so überdenkst, was die immer von Aufwand machen, gell? Was sind die im Zimmer wahrscheinlich jedes Mal mit so einem Umzugwagen in irgendeine Ding, machen schön Licht rein, damit alles schön dramatisch aussieht. Und was sagen die dann so? Hey, wir treffen uns da in der alten gell? Baracke. Ihr wisst schon, wir haben doch ganz früher halt eine Kindheit. Schwarzes Mikrofon. Erstmal wieder beruhigen. Ja. Ilja schreibt aber kurz einen Kommentar. Ich fand, dass sie viel zu offen über die nicht so legalen Dinge geredet haben. Sowas wird gerne umgangen. Von den Machern meinst du jetzt? Oder von. Oder nee, in da der wo Serie. Sie mit Geldwäsche reden, glaube ich, meinte, oder? Ja, aber meint ihr jetzt von den. Sowas wird gerne umgangen. Ach so, dass sie von den Serienmacher. Ja, also im Dialog. Ja, warum nicht mal direkt? Ja. Also kann man auch mal... verstehen. Ja, wir haben so viele Sachen, wie zum Beispiel noch ganz am Anfang auch Folge mit, war glaube ich die erste Folge mit Mike, wo der gar nichts gesagt hat mit dem Tracker und man verstehen musste, was der überhaupt macht. Jetzt haben sie es mal direkt gesagt. Also Better Call Saul ist subtil genug als Serie, da kann man auch mal direkter zeigen. Was aber auch nicht direkt war, also wir sind jetzt bei der Szene mit Hector und dem Telefon, es kommt ein Anruf. Von wem genau war der Anruf? War der von Don Eladio oder war der von... Nee, das war gar nicht von... Juan Bolzer. Nee, ich glaub, kein von beiden. Keiner von beiden. Ich glaube, das war irgendjemand. So ein Pressesprecher. Pressesprecher vom Kartell, richtig. Pressekonferenz. Ja, keine Ahnung halt. Hock alle Drogen, aber ich glaube nicht, dass es... Zuschreiben mit. Ich glaube nicht, dass es irgendwie... Weil die Stimme kannte ich jetzt nicht. Ja, für den Don Eladio war es ein bisschen zu ruhig, die Stimme. Deswegen hat es nicht so gut gepasst. Auf jeden Fall spricht er diese Stimme immer von unserem Freund. Und das ist entweder Don Eladio oder Juan Bolzer. Ja. Also, wie ist es? Don Eladio ist der Hauptboss von dem Suarez-Kartell und Juan Bolzer ist mehr oder weniger der zweite, Juan Bolzer. Also der Co. Don Eladio war doch der mit der Anejo-Geschichte am
Ich glaube, du. Die im Pool chillen, die chillen selbst beim Telefonat. Ich glaube, der Bolzer ist nicht der Bolzer, doch der Höhere. Nee, ich glaube nicht. Also der ist auch ein hohes Tier. Wer ist höher, Don Eladio oder Juan Bolzer? Also ich glaube Don Eladio, ziemlich sicher, dass er der Anführer ist. Bei Juan Bolzer wird ja zum Beispiel in Breaking Bad auch früher umgebracht als Don Eladio. Ja, das kann schon sein, ja. Auf jeden Fall. Kann ich mal aktualisieren, ja. Mal kurz gucken, nicht, dass wir da irgendwas verpassen. Er kriegt den Anruf und sagt halt, ja, hier, alles läuft ab sofort über den Chilenen. Und los, der Chilene, hermanos. Und der Chilene ist halt Gus Fring. Wusstest du vorher, dass es ein Chilene, ein Chilene ist? Ja, klar. Ja, klar. Ja. Wusste ich jetzt, also wie gesagt, wenn das aus Breaking Bad war, ist schwierig. Ja, also es wurde ja erwähnt in Breaking Bad, dass er ein Flüchtling aus Chile war und keiner weiß genau, was er dort eigentlich gemacht hat. Also okay. Seine Vergangenheit ist nichts bekannt, ja. Außer dass er ein Chilene ist. Man weiß ja, Gus Fring, also Giancarlo Esposito, der Schauspieler, hat ja Bock auf einen Spin-Off. Vielleicht sieht man da, wie Gus Fring entwickelt. Das wäre aber lächerlich, wenn wir einen Spin-Off bekommen würden, ja. Und keine vierte Staffel. Ja, das wär komisch, ja. Wird auch nicht passieren. Daniel schreibt, oder auch Vile Valo, Don Eladio alleine schon wegen dem Don. Und Daniel Schöner, ja. Don Eladio ist der Boss. Ja, das kann, glaube ich. Ja, wir langsam. Also es ist halt auch ziemlich warm hier drin. So heiß, man sieht den Schweiß auf unserer Stirn hier. Wille Wallow fragt dich, aber wann stirbt Bolzer in Breaking Bad? Das weiß ich sogar. 8. Folge, 3. Staffel. Dein Ernst, Mann, du weißt es. Weil ich habe das vor kurzem noch ein bisschen mitgeschaut. Also okay. Ziemlich sicher 8. Folge, 3. Staffel. Was passiert da ganz kurz in einem Satz? Er wird erschossen und irgendwie tut es Gus Fring nur das Telefon managen und... Ah ja. Also dann legt er so ganz dramatisch auf und ich weiß schon, Juan Bolzer ist. Und dann geht er, ist das die Szene, wo er auflegt, das Handy in den Müll schmeißt und in das Polster reingeht? Ja, genau. Ah, okay. Warum habe ich das gesehen? Ich habe die Folge nicht geschaut. Irgendwo habe ich das vor kurzem gesehen. Nur diese Szene. Ich weiß es nicht. Birgit schreibt, Gustavo Guzmán war der Ankläger von Pinochet. Guzmán war nicht der Guzmán war das nicht. War das nicht der Mafia? Oh Gott, ich weiß jetzt nicht. Gut. Daniela schreibt zu dir, sagt zu dir, dass du ein Nerd bist. Genau. Also aber alle, die hier keine Nerds sind, was macht ihr hier? Wie auch immer. Machen wir weiter. Die Ansage kommt, alles läuft nur noch über den Chilene Gas. Und dann rastet Hector aus und sagt dann, Scheiß auf Eladio. Scheiß auf Eladio. Morosa! Und auf dich! Ja. Kriegt der Anfall fast. Und dann ist es, dann kriegt er einen Anfall, nimmt die Pillen, präparieren Pillen von Nacho und geht dann. Und dann habe ich mal, weil das ist die letzte Szene aus dem Strang, und da habe ich mir gedacht, wenn das so endet, Alter, wenn keine vierte Staffel kommt und das so endet, dann ist es hart, Alter. Ja, ja. Weil dann ist es halt auf dem Level endlich mal, wo wirklich jetzt mal abgehen kann. Und dann ist vorbei. Wobei, nächste Folge haben wir ja noch, aber es kann ja auch die komplett letzte Szene gewesen sein. Ne? Ja. Wie gesagt, aber, wir wissen noch überhaupt nicht genau, wie er stirbt. Vielleicht stirbt er nicht durch die Pillen. Ja. Nachher später dazu. Wer stirbt? Nicht stirbt, wird gelähmt, sorry. Ja. Vielleicht wird er gar nicht durch die Pillen gelähmt, sondern durch was anderes. Ja, und genau. Hast du mit dem. Achso, okay. Ja, und zwar wahrscheinlich jetzt, oder? Die Szene Nacho beim Vater. Ja, Nacho beim Vater. Nacho, erstmal ist mir aufgefallen bei dem kurzen Gespräch. Nacho hat irgendwie schon mal bei Salamanca gearbeitet und hatte dann aber eine Pause. Ja, weil der Vater kennt ihn nämlich, ne? Den Namen Salamanca. Also ist durch die Szene aufgefallen, ne? Ja. Dass der Vater den Salamanca kennt und Nacho hat wohl früher mal gearbeitet, dann wieder nicht. Wahrscheinlich hat der Vater die Ohren lang gezogen. Weil es kann vielleicht auch in der Kindheit sein oder als Jugendlicher. Wahrscheinlich oder hat er auch schon irgendwas gemacht, dass er vielleicht die angezeigt hat oder was weiß ich, irgendwas anderes Blödes, Idealistisches, weil so wirkt er ein bisschen der Vater wie ein Idealist. Ja. Der auf jeden Fall dann zur Polizei rennen würde, wenn da die Salamancas einmarschieren. Ja, und wie gesagt, der Vater weiß von Salamanca, ist schon mal interessant. Vielleicht war da auch schon mal irgendwas vorgefallen oder so. Jetzt kannst du aber deine Theorie mal kurz auspacken. Ja, man munkelt, dass eventuell
Hector Salamanca gar nicht durch die Pillen stirbt, sondern, ich sag mal stirbt, durch die Pillen gelähmt wird, sondern eventuell... In den Rollstuhl kommt. Eventuell kommt er in den Rollstuhl wegen dem Vater. Vielleicht Warum? Macht er irgendwas, vielleicht haut er den einfach um oder gibt den einen mit und dann macht er den Rollstuhl. Könnte aber schon sein. Ja, ich glaube... Das ist ja schon richtig badass. Das war schon ja, richtig nice. Aber glaubst du das wirklich? Ich weiß es nicht. Also es ist ja so, bei Better Call Saul, schlussendlich passiert immer alles anders, als wir es vermutet hätten. Ja. Schon die ganze Zeit, immer. Wobei, das mit Howard haben wir vorher paar gesagt. Sachen, ein paar Sachen kann man vorhersagen, aber trotzdem, alles wird immer durch einen anderen Dreh irgendwie gelöst, als man es vermuten würde. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass Hector Salamanca auf jeden Fall durch einen anderen Weg in den Rollstuhl kommt, als durch die fehlenden Pillen. Ja. Kann natürlich auch sein, aber glaube ich halt nicht, weil was wäre das wieder für ein... Ja. Also was wäre das, wenn die jetzt irgendwie über Folgen hinweg das etablieren, mal kurz... etablieren und dann kommt von hinten der Vater und schockt er weg und dann ist er halt gelähmt. Also ich fände es cool, also ich fände es geil, wenn es so wäre. Ich fände es besser, als wenn er durch die Pillen dann gelähmt. Ich fände es gut, wenn das... Ja, gut, okay. Wie auch immer, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wird es da in nächster Folge bestimmt Stress geben. Was mir aber dann noch aufgefallen ist, ja, bevor der Nacho aus dem Haus geschmissen wird, wäscht er noch sein Geschirr ab. Ach ja. Ist ein ziemlich netter Junge. Ja, auf jeden Fall. Ist mir auch so. Aber der Vater, der ist eiskalt, der wirft ihn dann aus dem Haus. Ja, raus. Wobei. Und er schwört nicht, dass er nichts tun wird. Ja, wobei ich. Ja, mal gucken, wie weit es. Wie weit dieser Rauschmiss erfolgt. Ja. Weil er kommt ja auf jeden Fall wieder, ne? Er kommt ja wieder mit Hector. Ja. Ne? Zumindest da. Das stimmt. Gut, das war die letzte Szene aus Chuck. Ja. Aus Chuck. Aus Nacho und Mike. Aus dem Nacho und Mike-Strand. Ja. Und Daniela meint auch, wegen dem Vater, krasse Theorie. Könnte vielleicht sein, ja. Aber vielleicht. Also ich glaub's nicht, du glaubst vielleicht. Ich glaub's nicht. Ich hoffe es eher. Ich glaube es nicht wirklich, aber ich hoffe es. So, jetzt kommen wir aber zu dem wohl, meiner Meinung nach, bisher besten, lustigsten, krassesten und bösigsten Strang von Jimmy. Ja, und jeden. Natürlich auch Kim. Würde ich jetzt so für mich aus der ganzen dritten Staffel sagen. Ja, also sehe ich genauso, auch wenn ich noch ein bisschen was Dramatischeres nicht unbedingt erhofft, aber gedacht hätte, dass ja was Krasseres passiert. Aber wenn man die Folge an sich betrachtet, auf jeden Fall gebe ich dir recht. War sehr nice. War auch wieder auf jeden Fall ein neuer Schritt Richtung Saul Goodman, was da Das war wirklich richtig hinterlistig. So, und jetzt kommen wir aber, wir haben ja gesagt, wir haben viele Easter Eggs und Facts und so, und der in dem Strang haben wir es jetzt für euch. Ja. Viel Spaß schon mal damit, weil wir gleich nämlich, bevor wir irgendwas reden, nämlich schon mit Bilder anfangen. Gut, und zwar ist mir als jemand, der, ich habe ja schon öfters gesagt, ich schaue entweder auf die Stimmen, also auf die Synchronstimmen, welche Hauptcharakter aus anderen Serien und Filmen steckt dahinter, oder auch auf Filmfehler. Und da ich mir sofort als jemand, der immer drauf achtet, ist einfach mein Tick, habe ich ja schon öfters gesagt, ist mir ein Filmfehler aufgefallen. Und wo? Wenn ich sage, bevor wir irgendwas besprechen. Vielleicht irgendwas mit dem Plätzchen, was weiß ich, hat ein Plätzchen gefehlt oder was? Nee, das nicht, aber die waren anders angeordnet. Oh, na gut, da haben sie diesen verschüttelt, was weiß ich. Nee, das sieht man schon. Und zwar sehen die Plätzchen so vorher angeordnet aus. Ja, wir sehen also ein braunes links und zwei rechts. Und im nächsten, wenn er sie anbietet, ist zwei rechts und einer links. Oh mein Gott, hast du sogar da extra eine Mühe gemacht, das zu fotografieren. Fotografieren. Screenshots zu machen. Mit Polaroid habe ich das. Ja, okay. Du bist echt Polaroid fies, ist. Ja. Aber ist mir auch. Ich meine Petition ein, das, weil so kann es nicht weitergehen. Diese Kekse. Das ist echt eine Sauerei. Ja, das ist unglaublich. Also so eine erstmal wunderschöne Kekse. Ich fand die Kekse richtig geil. Die fand's auch geil. Die aussehen, die sind richtig geil. Und dann auch noch falsch angeordnet, hallo. Weil ich glaube, weißt du, das ist ja ein Filmfehler, wenn man jetzt mal wirklich mal kurz ernst sagt. Der ist komisch. Weil ein Filmfehler kann sein, okay, oben ist irgendwie, sind glaube ich vier weiße, drei braune. Unten sind es die gleiche Anzahl. Aber die sind halt komplett anders. Oben sind die, wie gesagt, einer links, zwei rechts. Und unten sind die komplett eigentlich gleich. Nur das ist verschoben worden. Da hat irgendjemand nicht aufgepasst. Ja, das nennt man Script and Continuity. Der, wo das macht.
der darauf achtet, dass immer alles am rechten Platz ist. Ja, und der hat irgendwie nicht aufgepasst. Der hatte wirklich eine andere, ja. Weil das ist jetzt nicht irgendwie ein typischer Filmfehler, sondern das ist genau gleich, aber an irgendwie andere Seite, ne? Ist ja. Mir so aufgefallen. Krasse Sache. Ja, er kommt dann, er besucht Irene Landry. Irene. Und ich bin jetzt ab sofort Fan von Irene Landry. Hammergeil. Ja. Hammergeil. Man hat ja schon mal gesehen. Man hat sie in der ersten Staffel schon gesehen. Das war in der 8. Folge von der ersten Staffel, wo sie, glaube ich. Jetzt kommen wir ein bisschen runter. Süße Kekse. So. Ja. Alter, wie siehst du sowas? Ja. Das ist echt eine Sauerei. Was da, wie da. Aber hier, Sandro fuhr zum Drehort, um vor Ort den Requisitenfehler zu fotografieren. Ja, ich brauche ihn nicht fotografieren, er war in der Folge, Alter. Das ist noch viel schlimmer. Und seit, wenn man was zu essen und die Schule mitnehmen muss. Was? Wenn man was zu essen in die Schule mitnehmen muss und zum Bäcker rennt. Was? Verstehe ich nicht. Aber stimmt, ja. Ich glaube. Hä, was, aber ich verstehe es nicht, was meint er damit? Also, wenn man die Essen in die Schule mitnehmen muss, ich weiß es nicht genau. Vielleicht erklärt es ja. Erklär mal, was du gemeint hast. Ich glaube irgendwas, weil er die Kekse gekauft hat. Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, erklär es kurz. Das auch alles. Auf jeden Fall, ja. Das ist geil, der Hänger gerade eben gewesen. Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, Jimmy ist bei Irene Landry und will sich über den Stand der Verhandlungen mit Sandpiper Crossing informieren. Und die Irene Landry sagt, ja, Aaron Brill macht es gerade. Und wer das gerade nicht weiß, wer Aaron Brill ist, das war die Person. Ja, die nervige, die Jimmy ganz zurechtweisen musste. Ja, das war auch eine ziemlich lustige Szene mit dem... Ach, stimmt, oder was ja. Das war? Das war ist, oder war oder ist, Aaron Brill. So. Benjamin rafft keiner. Ja, das war Aaron Brill. Und die hat auch in 6 Folgen der 2. Staffel mitgespielt. Vielleicht kommen die nochmal in den nächsten Folgen. Davis and Main hatten wir überhaupt nicht mehr gesehen in der 3. Staffel. Nee. Ich muss auch jetzt mal kurz, oder nee, das machen wir nachher. Nee. Nee, ja, dann machen wir mach nachher. Mal, nee, machen wir nachher. Mach's nachher. Aber was ich vielleicht ein bisschen ja, ungünstig fand, ist, dass dieser Handlungsstrang jetzt so komplett aus dem Nichts kommt, weißt du? Ja, ja. Diese Sandpiper-Sache, die war seit. Jesus. Alter. Hatte da ein bisschen. Oh, es ging nichts auf die Hose. Man wird es auch so sehen. Ich musste gerade immer. Ja, mach weiter, Alter. Okay, mach weiter. Auf jeden Fall, die Sandpiper-Sache, die war ja schon. Vergraben mehr oder weniger aus der ersten Staffel. Auch Davis in Maine hat man sehr lange nicht mehr gesehen. Und jetzt plötzlich kommt es halt zurück. Ohne irgendeine Ankündigung. Ich finde, da hätte man noch ein bisschen einlenken können in diesen Handlungsstrang, damit es irgendwie einen Sinn ergibt, warum das jetzt gerade kommt. Ja. Was? Jetzt kommt gerade unser. Wir haben immer eine Verzögerung und wir sehen jetzt mein. Wo ich mein. Was? Das Wasser gerade hier. Ach egal. So, das hast du gerade wieder. So, aber hast recht, ja, es kam aus dem Nichts. Und. Und vor allem, warum ist jetzt Jimmy nicht früher aufgefallen? Was? Ja gut, ich muss ja irgendwie ein bisschen warten, bis sowas, der Vergleich angestellt wird und ja. So weiter. Das ist ja schon, das ist halt, das ist etwas, was halt man über eine Serie und Filme nicht rüberbringen kann. So Hintergedanken, oh, da war noch was. Der muss aber halt das, nicht alles aber sagen. Genau das hat der Better Call Saul nicht immer ziemlich gut gemacht. Dass alles immer subtil schon da im Voraus mitgeteilt wurde. Ja. Auch in dieser Folge, werde ich nachher darauf kommen. Was da für Vorstellungen. Ja, ein bisschen haben. Zu den Zahlen. Auf jeden Fall, ja gut, wie gesagt, das kannst du nicht plötzlich, aber jetzt ist das Thema wieder da. Sandpiper und da ist ein Batzen Geld drin für Jimmy auf jeden Fall. Ja, und jetzt ein kleiner Fact. Wie gesagt, wir haben viele Facts. Fact, okay. Wieder der Charakter, nee, der Charakter Irene wurde nach der Großmutter von dem Co-Produzenten oder Co-Produzentin Jennifer Hutcheson benannt. Und das Krasse ist, die Großmutter, die Irene heißt, ist vor 2 Wochen gestorben. Das heißt, wahrscheinlich hat, oder nicht wahrscheinlich, ja, wohl vielleicht vorher die Folge noch gesehen, aber es ist ein bisschen krass gewesen. Nur als Zwischenfact, die Irene, der Charakter wurde nach der Großmutter benannt und ja. Die ist jetzt gestorben. Vielleicht heißt es schon. Ja, ein bisschen, ja. Soweit, so gut in der Szene. Oder hast du noch irgendwas zu der Szene?
Ja gut, also wie gesagt, Jimmy liest diesen Brief von der Anwaltskanzlei und er denkt sich halt jetzt schon, dass eventuell die Anwaltskanzlei Davis & Main den Fall nicht abschließen will, weil sie noch mehr Geld rausholen wollen, beziehungsweise mit HHM zusammen. Und sie wollen vielleicht auch Jimmy nicht das Geld geben. Ist es Davis & Main und HHM vergleichen zusammen Sam Piper? Sind zusammen, glaube ich, ja. Weil das habe ich irgendwie nicht mehr so ganz gecheckt. Ende der zweiten Staffel tun die, glaube ich, kooperieren. Irgendwie halt ist nicht mehr ganz gecheckt, aber okay. Also Jimmy verkauft ja diesen Fall mehr oder weniger. Er verkauft ja diesen Sandpiper-Fall in der ersten oder zweiten Staffel, weiß ja, ich gut, nicht. Ja gut, aber er hat ja noch Anteile. Ja, und den Anteil, den wird er jetzt bekommen. Und deswegen wundere ich mich, warum ist er darauf nicht früher gekommen, dass da so $1 Million für ihn drin sind und er tut sich da 4 Folgen lang mit irgendwelchen Werbespots bemühen, wo da irgendwie $50 drin sind für ihn. Deswegen, ja, das ist ein bisschen komisch, stimmt, ja. Stimmt. War trotzdem sehr unterhaltsam jedenfalls. Es geht dann noch weiter mit weiteren lustigen Szenen. Ja. Aber bevor es mit Irene weitergeht, kam erstmal eine Szene mit Kim auf der Hörbolanlage bei Billy Gatwood. Bei Billy Gatwood. Ja. Und jetzt müssen aber alle Kim-Fans sehr stark sein, weil ich habe wieder einen neuen Fact. Neues Easter Egg ist es nicht, ein Fact. Und zwar, ich traue mich gar nicht zu sagen, aber ich sag's doch. Das ist Kim Wexler. Und Kim Wexler ist nicht... Nein, Spaß. Kim Wexler hat einen, das hat sie jetzt in einem Insider-Podcast verraten, in der ganzen Staffel und ich glaube in den Staffeln davor wahrscheinlich auch, ich glaube am Anfang haben sie es probiert, einen gefakten Pferdeschwanz. Was? Ja, der Pferdeschwanz mit diesen geringelten hinten ist gefaked. Das ist die ganze Zeit so ein Extensions kann man das ja nicht nennen. Das ist halt so ein Teil, wo man an die Haare ranmacht. Echt, aber ich sehe sie mit langen Haaren. Nein. Ja, immer. In Interviews, ja natürlich, klar. Ja. Die hat lange Haare, aber diese geringelte Geschichte hat nicht funktioniert mit den Haaren. Die waren irgendwie nicht dazu geeignet. Und deswegen hat man... sind wir schon computeranimiert. Eine Fake Pferdeschwanz. Ist hart. Jeder, der Fan von diesem Pferdeschwanz war... Bitter enttäuscht wieder. Ist jetzt leider am Weinen. Natürlich, gell. Vielleicht haben es auch ein paar Mädchen gecheckt, weil sie gewusst haben, irgendwie, das kann doch nicht sein. So einen perfekten Pferdeschwanz geht nicht. Auch geringelt, ja. Ja. Auf jeden Fall Urbananlage und da wird dann erstmal. Aber jetzt warte mal kurz. Ilja hat noch eine Frage. Hat Jimmy überhaupt das Recht, Geld einzufordern, solange er Berufsverbot hat oder gilt der Vertrag unabhängig davon? Ich glaube, der gilt unabhängig davon. Er hat den ja verkauft, den Fall mehr oder weniger. Das wäre jetzt sehr, sehr ungerecht, wenn er dafür dann nicht mehr Geld bekommt, nur weil ein Jahr suspendiert ist. Wenn er denn Benjamin Jursch, Kims Hairgate, wenn er den Vertrag sozusagen verkauft hat, wirklich so richtig verkauft hat, dann kriegt er, glaube ich, das Geld schon, weil er ja nicht als Anwalt dabei ist. Das wenn wurde das jetzt abgeschlossen, also noch Anwalt war das, ich weiß nicht mehr ganz genau, war das ein Verkauf, so ein richtiger? Ja, weil dann ist der ist wirklich damit hingegangen zu HHM und hat dann da den Fall abgegeben, in der Hoffnung, dass er dafür bei HHM eingestellt wird. Okay. Was aber nicht wurde. Und ja. Deswegen war er dann ziemlich sauer auf Chuck. Ja, dann war das halt, dann ist das, glaube ich, ganz geregelt. Ja. Auf jeden Fall, Kim ist auf der Urbo-Anlage, da wird dann verhandelt, weil die Urbo-Anlage zwischen Texas und New Mexico liegt, ja. War jetzt nicht so wichtig und dann sieht man noch eine Szene, eine ganz unterhaltsame. Das finde ich wichtig. Fandst du wichtig? Ja. Okay. Ich habe, aber du kannst, erzähl mal weiter. Dann mach weiter, bevor wir dann zu der Autoszene kommen. Ach so, gut, okay, da habe ich noch ein paar Sachen. Und zwar, habe ich mir gedacht, wieso etablieren die jetzt irgendeinen Spacko aus einer Ölbauanlage, oder? Ölbohranlage. Bei Öl wird nicht gebaut. Ja, ich habe gerade schon gedacht. Hey. Ölbohranlage, warum etablieren die in der Serie? Das kann doch auch irgendwie, kann doch mit wie heißt die Bank noch? Mesa Verde weitergehen oder so. Da habe ich mir gedacht, das auch, aber das kann ja auch durch einen neuen Fall von Mesa Verde oder so. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, vielleicht ist das der erste Hinweis, weil wenn sie irgendwie den Fall weitermacht und so weiter und das dauert noch ein bisschen länger oder es kommt noch mal was oder der hat noch immer irgendein Problem, dass das vielleicht der erste Hinweis ist, wohin Kim sich verziehen wird, nach Texas. Weil wir, wie gesagt, immer noch nicht wissen, wo Kim ist in Breaking Bad. Ja, vielleicht. Das ist so dieses erste Ding, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht der erste Hinweis. Und dann auch
Steuerfahndung nimmt dann nimmt den Klienten, also den Billy Gatwood, in 2 Wochen aus, hat er gesagt, wenn bis dahin noch nichts geklärt wird. Und das ist dann auch so ein bisschen der Hinweis, okay, die ist unter Druck und so weiter. Das, ich glaube, die Szene hat ja den Nutzen, dass gezeigt wird, sie steht unter Stress, ja. Burnout. Und man sieht auch, ohne das jetzt sehr vorwegzunehmen, obwohl weiß ja sowieso jeder, man sieht auch irgendwie, glaube ich, Hinweise auf den späteren Unfall. Und zwar, indem sie gegen die, fast gegen die Ölanlage fährt. Das hätte dann einen ziemlichen Unglück enden können. Ja, und da bremst sie gerade noch ab. Und vielleicht ist es irgendwie so, ja, weiß nicht. Ja, das ist halt wieder so ein kleiner Hinweis, ob das was kommen wird. Ja, gehen also wir mal kurz bis zu der Zahl, sonst sehen wir den letzten Kommentar nicht. So, nee, so. Ein bisschen runter. Du kannst stehen. Ja, was? So, so. Was? Fatih schreibt, vielleicht stirbt sie. Das ist eine Frage, die besprechen wir nachher. Daniela, die dunklen Augenringe hat sie schon die ganze Folge gehabt. Die dunklen Augenringe? Ja, aber der war auch ein bisschen geschminkt, oder? Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ilja, worum geht es beim Mesa Verde-Fall nochmal genau? Ich glaube, die wollen expandieren. Ja, und die wollen, glaube ich, einfach neu. Die haben ja diesen einen 1216 und 1261 Ding gehabt. Da wollen sie noch eine neue Filiale öffnen. Die wollen, glaube ich, nochmal eine neue. Und was da, ziemlich langweilig ist, einfach, und deswegen wird es auch nicht erwähnt. Ja. Ja. Daniel schreibt aber auch, ich fürchte auch, dass Kim sterben wird. Aber nicht an dem Unfall. Also das glaube ich nicht. Die ist ja ziemlich locker. Ja, da kommen wir später dazu. Ja, da kommen wir später dazu. Daniela schreibt, Burnout. Ja. Vielleicht kein übertriebener Burnout, aber wir waren kurz davor. Ja, und Birgit, nochmal zu Gus. In Breaking Bad wird er ein paar Mal als Generalissimo bezeichnet. Also hatte er wohl in Chile früher eine politische Rolle. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ich weiß jetzt nicht genau, was ein Generalismo ist. Aber ja, wahrscheinlich, also ein General, also ich denke mal, Generalismo ist einfach Übersetzung für General. Halt. Ja, ich weiß, ich kenne die Geschichte ist immer, General ist doch so immer irgendjemand im Militär. Ja, das. Und deswegen, man sieht ja auch, dass der immer ernste Miene hat. Und im Militär muss man ja immer, wenn man nicht gerade nur ein Soldat sein will. Ja. Bitte, Valo, finde, Better Call Saul ist keine Serie, wo unbedingt die Leute sterben müssen. Das stimmt auch später wieder dazu, das wird auch ein Thema sein. Ja, aber da machen wir weiter. Die nächste Szene, Jimmy in der Tiefgarage von HHM. Ja, und er wartet da auf Howard und er will von Howard das Geld haben. Und er fragt ihn, er konfrontiert ihn richtig, warum sie denn nicht an die Klienten denken und endlich die Klienten auszahlen. Ja. Er unterstellt halt den HHM, dass sie noch mehr Geld für die Klienten rausholen wollen. Aber in Wirklichkeit, das meiste Geld wird HHM bekommen durch die laufenden Bezahlungen des Falls. Ja. Und Howard sagt da was ganz Lustiges, nämlich, oh, jetzt machst du dir etwas Sorgen um die Kläger, weil er eben genau das nicht macht. Und es zeigt auch auf jeden Fall jetzt nochmal, wie verdorben und wie verkommen Jimmy eigentlich geworden ist. Und deswegen sagt er auch, was? Howard? Ja, er vergleicht mit Gollum. Ja. Und wisst ihr auch warum? Weil in dem Jahr, das spielt er 2003, 2004... Zwei? Ja, so. 2003 oder 2004 und auf jeden Fall in dem Jahr kam ja auch Rückkehr des Königs raus. Und wahrscheinlich kam er gerade Howard aus dem Kino. Das kann hat sein. Hat er hingeguckt, du bist wie Gollum. Aber ich habe noch 2 andere Sachen, warum er sagt, du bist wie Gollum. Weil ich glaube nicht. Er will halt unbedingt was haben, wie Gollum ja, seinen Ring. Er hat einen Fokus. Ja. Jimmy hat einen Fokus und zwar Geld. Er, also sein Schatz ist sozusagen Geld. Richtig. Ja. Auf der einen Seite und zweitens, was noch viel interessanter ist, und das kannst aber du irgendwie sagen, du bist ja der Ringe-Champion. Smergol, was der zu Gollum wird, wurde ja auch irgendwie korrupt. Das ist lustig, wenn jetzt Leute genau jetzt einschalten, wir reden über der Ringe. Aber es war so, ne? Ja, genau, ja. Und deswegen kann man sagen, geiler Vergleich, passt ja. Nämlich perfekt. Respekt, Howard. Smergol wurde deswegen zu Gollum. Deswegen fand ich auch Howard den besten Charakter der Episode. Jimmy zu Saul Goodman. Und und dann bietet er auch kurz an hier, wenn du Geld brauchst. Ah ja, das war auch ziemlich gut. Also er will Jimmy Almosen geben sozusagen. Und warum macht er das? Bei der letzten Folge wollte er Kim Howard Geld geben. Also dieses Geld geben ist da anscheinend... Ja, wir haben ja viele Kommentare nicht, dass sie gleich weg sind. Said schreibt, ich glaube nicht, dass Kim sterben wird. Ich hoffe es. Daniel schreibt, also ich vermute mal für die Zukunft. Kim stirbt, Chuck kommt in die Klapse und Nacho verschwindet mit Hilfe des Staubsaugertypen aus Breaking Bad.
und Benjamin Josch, da merkt man, dass Howard überheblich und geldgierig ist. Was mir jetzt aber von Jimmy jetzt nicht gerade... Ich finde, Howard hat immer noch eher die allgemeinen Interessen im Sinn als Jimmy. Und Daniela schreibt, herzlich willkommen beim Herr der Ringe Talk, vielleicht aber auch Herr der Battle Call, was weiß ich. Was war das Lord of the Dings letztens mit Hector Salamanca? Ja. Das war geil. One thing to rule them all. Und dann, du wolltest gerade noch was zu Ende. Ja, also, es war ja so, Howard will Jimmy Geld geben und ich in der letzten Folge wollte ja Kim Howard Geld geben und ich habe das Gefühl, dass allgemein auch in Amerika irgendwie das Geld geben so eine Sache ist, so eine demütigende Sache ist einfach. Oh, du brauchst Geld von mir, nimm das Geld. Oh nee, ich will das Geld nicht. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben, ich weiß nicht, wie das ist. Ich denke schon ein bisschen, dass es in Amerika eher so ist als in anderen Ländern. Aber es ist ja hier auch so. Ja, hier auch so, also allgemein in kapitalistischen Ländern. Aber das Thema ist auch in Breaking Bad relevant, weil ja auch die ganze Zeit Walter White kein Geld annehmen will von seinen Verwandten oder von Bekannten, die seine Krebs-Sache unterstützen könnten. Und genauso ist es hier auch. Also alle haben hier diesen blöden Stolz, oh, ich kann doch kein Geld von jemandem annehmen, wenn ich es brauche. Ich muss mir das selber verdienen. Ja, genau, das denkt kann sich auf jeden Fall sein. Wie gesagt, Jimmy zögert aber auch kurz. Er überlegt sich ganz kurz und er hat nichts gesagt. Er fragt ja, der Howard fragt ja, hier, willst du Geld? Und er antwortet nicht. Howard geht dann einfach weiter. Die Szene geht dann weiter. Wenn er jetzt noch irgendwie gewartet hätte, glaube ich, dass Jimmy gesagt hat, ja, okay, gib her. Ja, es war eine ähnliche Szene wie mit Howard und Kim in der letzten Folge. Ja. Gut, ich glaube, nächste Szene. Das ist lustig, aber das Ding ist, am Ende noch von der Szene sagt ja Howard noch, du wirst dein Geld bekommen. Also ich denke nicht, dass HHM jetzt den Fall hinhält, damit Jimmy nicht ausgezahlt wird, sondern wahrscheinlich wollen sie wirklich das Beste für die Klienten rausholen. Ach so. Oder halt eben das Beste für die eigene Firma, auf jeden Fall hat das nichts Persönliches zu tun mit Jimmy. Gut, nächste Szene. Jimmy in the Mall. Mall Walking. Ich habe noch nie davon gehört. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht. Und es gibt es, glaube ich, auch nicht in Amerika. Ich glaube, das ist einfach eine Erfindung. Wer läuft denn durch die Mall? Müssen wir googeln. Googelt mal schnell, was Wallwalking ist. Wallwalking ist, glaube ich, eine Sache, die Skateboarder immer machen. Ja, aber wann machen die das vor allem? Ich meine, die Mall ist ja leer. Am Wochenende oder morgens oder abends. Ja, morgens. Das war ziemlich, Ilja schreibt, bei Walter war der Stolz schon übertrieben, hier ist es ja was anderes. Das ist nicht unbedingt was anderes, finde ich. Also das ist ja auch der Stolz, wo damit alles zusammenhängt. Bei Kim, die das Geld nicht annehmen wollte und bei Howard auch, bei Jimmy auch. Und Birgit schreibt, andererseits, die Klienten sind ja schon alt, also sollten sie ihr Geld so schnell wie möglich bekommen. Ja, das stimmt natürlich, ja. Ich weiß nicht, jetzt mal angenommen, wenn alle sterben, wird es dann ausbezahlt? Oder ist der Fall oder halt an die Erben? Oder? Ja, wahrscheinlich an die Erben, ja. Aber das... Wahrscheinlich ist es doch die Strategie von HHL und Davison. Gut, wir sind in der Mall und dann sehen wir aber gleich eine erste Sache und zwar... Ein fettes, offensichtliches Easter Egg Crazy Eight. Ja, aber... Aber mit C und nicht mit K. Erstens das und ohne Bindestrich. Crazy 8 schreibt man Crazy-8. Und den Shop Crazy 8 gibt's wirklich. Ja. Das ist eine Kette für Mädchenkleidung. Komisch, warum Crazy 8 sich unbedingt danach benennen musste, oder? das heißt, dieses Crazy 8, dieser Shop war wirklich entweder zufällig da oder die sind extra in einem Mall, wo halt dieser Shop wahrscheinlich war. Schon. Ja. Warum aber dann? Einfach als Easter Egg, ja, natürlich. Okay. Das Better Call Saul, damit wir mehr zu erzählen haben. Richtig. Ja. Das spielt ja auch noch eine Rolle. Gut. Und da kommen dann die Clique, die Mallwalking-Clique mit Irene. Und Irene scheint so ein bisschen so die beliebteste noch zu sein, weil sie so in der Mitte läuft. Ja. Und alle anderen mögen sie noch. Und Jimmy steht da und mit Unheil parat, auf jeden Fall. Ja. Denn er hat Schuhe für Irene. Er kauft sich mehr oder weniger ein. Er kauft alle Größen, sagt das natürlich Irene nicht, hat er seinen Kofferraum versteckt. Richtig geil. Welche Größe hast du? 7,5 hat sie dann, glaube ich, holt er genau die Schuhe raus und schenkt sie Irene. Warum macht er das? Warum? Erstens, damit er die Gunst von Irene bekommt, aber in erster Linie, um die anderen neidisch zu machen. Damit die anderen Irene beneiden und dass die anderen denken,
oh, die hat vielleicht irgendwelche Connections, durch die sie sich diese Schuhe leisten kann. Weil Irene oder ist ja die Hauptklägerin. Genug Geld hat und das Geld gar nicht braucht für das, von diesem Sandpiper. Ja, oder ja, stimmt, oder genau, oder so. Ja. Aber gut, beschreiben müssen wir das, glaube ich, jetzt. Nee, das machen wir, können wir weitermachen. War jetzt auch nicht mehr so viel. In der nächsten Szene fand ich jetzt auch nicht gut. Jimmy belabert die Freundin von Irene, dass, um es kurz zu sagen, dass die Freundinnen auf Irene sauer sind, weil Irene diese ganze Vergleichs-Auszahlungsgeschichte verzögert. Ja. Lief auch eine lustige Musik im Hintergrund, hast du ja erkannt? Nee, ich habe gar nicht auf sie geachtet, glaube ich. Das war, das kennt ihr auch, das Lied Popcorn heißt es, glaube ich. Ja, richtig, das war die lateinamerikanische Version von dem, eines der ersten Techno-Lieder, glaube ich. Ja. Hat auf jeden Fall gut gepasst, aber lustig. Ne, die Collage war echt witzig. Das war so eine der witzigsten Szenen, fand ich bis jetzt. Die Collage? Ja, wo eben Jimmy die Leute beeinflusst. Ach so, im Studio. Ach so, ist. Ja. Man merkt schon, langsam drehen sich die Frauen, die Ladies von... Ja, war interessant. Man sieht auf jeden Fall... Ladies! Und die laufen einmal vorbei und gucken. Das soll jetzt geil sein. Das war allerlustig. Ladies! Das war schon witzig. Alter, ey. Auf jeden Fall, das ist echt so. Der Humor kam eigentlich mit der zweiten Staffelhälfte zurück, weil in der ersten hat er noch ein bisschen gefehlt, aber ab der sechsten Folge kam der Humor auf jeden Fall. Den wir kannten von. Und auch irgendwie gute Aussprache, ne? Wir kennen ja auch noch Donneladio. Ja. Dann nächste Szene. Jimmy bereitet die Bingo-Bälle vor. Da kann man doch nur zusammennehmen auch, und leitet das Bingo-Spiel dann. Und da habe ich, also er bereitet die vor, magnetisiert die sozusagen, ja, damit die beim Bingo-Spielen gleich als Erste rauskommen. Ich weiß nicht, ob die Kommentare hängen, wir haben schon ein paar. Ja, ist doch was. Mach mal neu, die sind nämlich schon länger da. Ist mir aufgefallen, dass Jimmy doch dann kurz zögert. Soll er die präparierten Bälle... Ja, kurz hat er noch Gewissensbisse. Ja, kurz hat er noch... soll er die Bälle in die Maschine tun, ist mir kurz aufgefallen. Also es ist noch nicht wirklich, jetzt sehen wir ganz alte Kommentare, das ist wieder perfekt. Das ist wieder, ist wieder Facebook-Bug. Ja. Schreibt mal kurz, spammt mal die Kommentare, ob wir die Kommentare noch sehen. Ist dir zu der Szene irgendwas aufgefallen? Außer natürlich, dass Irene gewinnt. Ja, dass ihr dann vor allem noch so guckt. Oh, haben wir ein Bingo, wer war das denn? Irene! Und dann alle gucken natürlich zu Irene, alle total neidisch. Und sie wollte, glaube ich, überhaupt nicht wirklich gewinnen. Und sie merkt dann auch vorne, also warum hat er das überhaupt gemacht? Damit Irene nochmal einfach vorne bemerkt, dass sie absolut keinen Applaus bekommt. Dass sie es nochmal verinnerlicht, dass sie nochmal gedemütigt wird vor dem kompletten Altenheim und dann anfängt zu heulen. Hat Jimmy alles so geplant. Das ist eigentlich wieder ein krassen Plan von Jimmy, wo du dich beschweren könntest, dass da alle Variablen so gut funktioniert haben. Nee, kein Bock mehr drauf. Irene... bricht den Tränen aus, weil keiner will klatschen für Irene. Ja, und letztendlich, um es kurz zu sagen, sie sagt, okay, die geht den Vergleich ein, alle werden ausbezahlt. Ja, und das Ding ist ja, Jimmy darf ja an sich das ihr überhaupt nicht... mehr oder weniger vorschlagen, weil er nicht als Anwalt tätig ist. Deswegen sagt er einfach, was sagt er? Ja, hören Sie auf Ihr Herz. Es ist einfach ein ziemlich schlauer Typ. Also wie der Leute manipuliert, ist richtig krass in der Folge. Und hat mich auch ein bisschen an Walter White in den späteren Breaking Bad Staffeln erinnert, weil auch immer so mit Leuten spielt. Ja, wir kommen nachher auch noch dazu, ob Saul Goodman wirklich ein Assi ist oder nicht. Da kommen wir aber später dazu. Ja, also wie gesagt... Weil wir hier sehen schon die ersten Daniela und so, sie tat mir sehr leid oder so leid und vorher auch, glaube ich, schon hier, Andreas schreibt jetzt auch, Irene tat mir irre leid. Ja, mir tat es auch scheiße leid. Natürlich, klar, aber wir kommen nachher drauf. Oder können wir auch kurz... Also mir war es... natürlich tat mir sie leid, aber es war ganz klar... Saul Goodman ist ein Arschloch in Breaking Bad. Ja, der macht jede Scheiße, dass er hier vorankommt. Das ist klar, dass der so wird. Und es ist nicht jetzt irgendwie eine krasse... Also das wussten ja alle. Alle, die Better Call Saul schauen, zum größten Teil, ich würde es mal sagen, 95% haben Breaking Bad davor geschaut,
Und die wissen ja, wie Saul Goodman wird. Vor allem, ja gut, Saul Goodman macht auf jeden Fall Breaking Bad noch sehr viel schlimmere Dinge als das. Aber an sich, so von der moralischen Verkommenheit, war das schon eine der krassesten Sachen, fand ich. Ja, natürlich. Dass halt diese alte Frau so, ja, dass sie alles nimmt, mehr oder weniger. Ja, und ich habe vorhin, ich weiß es nicht, der Kommentar war schon weg, aber ich habe es gelesen, ich weiß nicht von wem, hat jemand geschrieben, Mobbing ist auch noch im Alter eine Sache. Ja, vor allem da ist es besonders schlimm, sie lebt ja die ganze Zeit mit diesen Leuten zusammen. Ja. Und sie hat ja sonst nichts. Ilja schreibt, glaub nicht, dass das alles Schritt für Schritt von Anfang an geplant war. Glaub nicht, dass das alles Schritt für Schritt von Anfang an geplant war. Denke, er hat einfach geguckt, wie es sich entwickelt und daraufhin entsprechend gehandelt. Also ich denke schon, dass es grob geplant hat. Ja, grob auf jeden Fall, klar. Und ich glaube, sobald er den Brief gelesen hat und gesehen hat, was da für eine Summe war. Ja. Weil Irene, für 1 Million Dollar kann man da schon mal so eine alte Frau. Alter, was würde ich denn da machen? Ja, jetzt ist klar, wenn ich so eine alte Frau. Ich sage nicht zu viel. Ja, ja. Ja, ja. So, wir kommen zur nächsten Szene. Kim bereitet sich auf das Gespräch mit den Rechteinhabern vor. In ihrer und Jimmys Kanzlei. Und Jimmy kommt rein. Jimmy kommt rein und jetzt. Zaffiro Aniero. Ja, und sagt dann, wer ist dabei bereit, sein Leben zu verändern? Kim, hast du gehört? Und sie sagt, ja, habe ich, Leben verändern. Und das ist krass, weil mir das so vorkam, wie gesagt, wir gucken die Folgen ja immer zweimal an und beim zweiten Mal ist es mir erst recht vorgekommen, ist mir das so vorgekommen, dass Kim gar nicht auf Jimmy geantwortet hat, sondern auf eine Stimme. Ja. Weil sie nicht mal Jimmy anschaut. In der Szene. Halt bist du, ja, genau, aber das gehört dazu so. Die schaut, weil, wenn ich mir so mal kurz zurückdenke, ich glaube, die hat noch nie Jimmy nicht angeschaut, wo er reinkam oder so. Aber ist auch egal. Aber wie gesagt, Jimmy kommt rein und das, warum soll er diesen Satz sagen? Das passt halt perfekt zu Kims Situation gerade. Wer ist bereit, sein Leben zu verändern? Kim, hast du gehört? Weißt du, als noch so. Also die innere Stimme, weil kurz vorher gesagt wurde, die sind mega Stress, 20 Minuten schon zu spät. Und dann sagt sie noch, ja, hab ich, Leben verändern. Als, weil so kurz wiederholt, was so die innere Stimme sagt. Ja, ich glaube, es hängt immer damit zusammen, dass sie so einen krassen Satz wie Leben verändern überhaupt nicht wahrnimmt, aber es ist ja Leben verändern. Und so weil, mir ja, genau, weil sie halt, ja, aber so als mir es vorkam, ist innere Stimme, sie schaut, wie gesagt, nicht zu Jimmy. Und es sah so aus, als ob sie sich mit sich gerade so redet. Ja, auf jeden Fall. Birgit schreibt, denke ich auch, sie hätte sich ja auch mit ihren Freundinnen aussprechen können. Andreas, im Grunde macht er ja nur das, was er am besten kann. Ich finde allerdings, dass egal was er macht, sein Gewissen langsam ausrottet. Und genau darum geht es die Serie ja, wie er so wurde, wie er in Breaking Bad ist. Ja, und Chuck eigentlich immer recht hatte. Er tut wirklich, ja, er ist wirklich wie ein, was sagt Chuck? Wie ein Affe mit Maschinengewehr. So nennt er Jimmy. Und Birgit schreibt dann auch, genau, das Breaking Bad of Jimmy. Ja. Wow. Breaking Bad. Ja, und dann ist mir aber auch kurz aufgefallen, wo dann Jimmy zu Kim sagt, ja, ich habe hier den Vergleich, alles ausbezahlt worden und so. Dann hört sie zu, kurz. Ja, und ich glaube, die ist da eifersüchtig. Und genau darüber macht sie... Eifersüchtig? Das glaube ich natürlich nicht. Die, nicht auf das Geld an sich, sondern darauf, dass Jimmy eigentlich gar nichts macht so und ich arbeite hier fett und alles drum und dran und er kriegt einfach durch seine illegalen Sachen, nur weil er einmal was gemacht hat, fettes Geld. Das glaube ich gar nicht. Also doch, überhaupt ich glaube nicht, dass er hier aber nur ein aber Stück genau an das glaube ich, genau an das denkt die, glaube ich, nach beim Fahren. Nee, das fand ich überhaupt nicht. Also Kim war in der Szene einfach ihren eigenen Gedanken, bis sie dann gehört hat, dass Jimmy was Gutes widerfahren ist. Dass er das Geld bekommt und dann war sie kurz glücklich. Aber was macht glücklich was für gut, nimm sie die macht sich Gedanken über ihre eigenen Sachen. Das ist ja der Sinn dahinter. Ja, genau, aber wahrscheinlich noch mit dem Tropfen auf dem heißen Stein, mit dem, dass Jimmy jetzt sogar wegen nix sozusagen Millionen macht. Was glaubt ihr? Das glaube ich nicht. Was glaubt ihr? Ist sie eifersüchtig auf Jimmy, weil Jimmy wegen, sagen wir mal sozusagen, auch kriminellen Sachen, was er gerade alles so macht und auch noch so gechillt und so, Millionen macht, er arbeitet nicht mal als Anwalt, macht Millionen. Und Kim arbeitet, was geht und kriegt halt Geld.
Oder was ist deine andere Theorie? Nee, also das, nee, das fand ich noch nie so, weil Kim war noch nie in irgendeiner Weise ja, eifersüchtig. Das genau. war Chuck, der war der Ja, ja, genau, aber ich glaube, in der Szene fängt es an. Ich glaube, dass sie in der Szene sich ehrlich gefreut hat für Jimmy, dass er es gepackt hat. Und dann kurz auch mal hergehört hat. Und, oh, das freut mich wirklich für dich. Es hat nicht so gewirkt, als ob sie neidisch wäre. Andreas schreibt, nein, ich glaube eher, dass sie schon wieder ahnt, dass er da reingespielt hatte. Und Andreas, sie sagte ja auch, aber es dauert sonst viel länger. Ja. Ich glaube, dass Kim halt wieder im Hinterkopf hat, gut, da stimmt irgendwas nicht an der Sache, da hat irgendwas Illegales wieder dran gedreht. Aber ich glaube nicht, dass sie neidisch wegen dem Geld ist. Ich krieg hier wieder viele Gegenstimmen. Nein, sie ist voll im Stress, hört gar nicht zu, richtig zu. Jimmy hätte ihr ja helfen können, zum Beispiel sie fahren. Daniela, nein, sie ist einfach nur gestresst. Und Andreas, sie wusste doch die ganze Zeit, dass er das Geld bekommt. Ja, also das Geld, das steht mir ja zu eigentlich. Also er hat es ja jetzt ein bisschen früher bekommen. Ja. Auf jeden Fall, Kim hört dann wieder nicht zu und geht einfach raus. Und dann sagt Jimmy noch eine ganz kleine Sache, die auch schon so Vorbote ist. Ach, dann fahr doch einfach 60 Meilen pro Stunde anstatt 55. Dann können wir noch 5 Minuten trinken. Aber das, glaube ich, ist nicht hat ja nichts mit dem Unfall zu tun, weil sie an den Gedanken war. Nee, gut, wir kommen wegen Geschwindigkeit. Wegen was dann? Ja, wegen Sekundenschlaf. Ich glaube, die war einfach in Gedanken. Das war auf jeden Fall Sekundenschlaf. Weißt du warum? Das komme ich nachher drauf. Also, wir können jetzt drauf. Nee, also, nächste Szene. Gut, nächste Szene. Kim kommt während, von der Straße ab. So, und kannst du dich noch an eine Szene erinnern aus der 5. Folge, wo Kim Powernap macht? Ja. Die war genauso geschnitten wie der Unfall, aber genauso. Sie ruht sich aus. Ja, okay, aber dann war sie aber oft, die war dann wach halt. Die war dann... Das war ein Sekundenschlaf, weil sie schläft nicht, sie ist unter Druck. Aber dann hätten wir das gesehen. Nee, genau, das siehst du. Es wurde ja etabliert, dass sie komplett in Gedanken ist. Nein, guck, sie redet. Also aus mir ist es so... Ja, warte kurz. Sie redet und dann plötzlich hört sie auf zu reden, dann siehst du sie nur noch so da sitzen. Man sieht, wie ihr Kopf langsam runtergeht. Aber kurz bevor die Augen zugehen, kommt dann der Schlag und sie ist nur dagegen gefahren. Das war auf jeden Fall Sekundenschlaf. Ja, kann sein. Kommentare, Benjamin. Ich glaube auch, dass sie denkt, Jimmy wieder mit schmutzigen Tricks an das Geld gekommen ist. Das war noch von vorhin. Andreas, der Unfall war definitiv krass. Fragt dann auch kurz weggenickt. Ja. Das war wieder dieser, das habe ich auch genau gemeint mit vorhin, dass in Better Call Saul alle Sachen schon davor angeteasert werden, oder? Dass man irgendwie vorbereitet. Natürlich, wird. Klar. Und da mit diesen Powernap-Szenen dachte mir auch schon, der hat bestimmt irgendeinen Sinn, dass wir das gesehen haben. Hm. Und genau jetzt wurde eben die Szene eingelöst, weißt du? Daniela, das Ende war so krass, tolle Kameraführung. Genau meine Meinung. Benjamin hab übelst gezuckt und Daniela definitiv Sekundenschlaf. Also ich habe mich auch richtig, richtig krass erschreckt, obwohl ich davon ausging. Weißt du, was ich dachte, was passiert? Hm? Weil die ganze Folge hat sich schon so angefühlt, als ob am Ende noch irgendwas passiert. Dass irgendein Knall gibt. Das hat man ja auch erwartet. Ja genau, man erwartet es auch. Und von der Dramaturgie hat sich auch so angefühlt. Und dann bei der Szene dachte ich eigentlich, okay, die Episode heißt Fall. Ich dachte, dass sie Sekundenschlaf bekommt, von der Bahn abkommt und dann die Brücke runterfällt, wo Jimmy den Müll aufgesammelt hat. Diese Autobahnbrücke. Ja, ja. Davon ging ich aus, ganz kurz, dass das passiert. Ja, okay. Aber das wäre zu krass gewesen, glaube ich, für die. Das wäre eigentlich geil gewesen. Aber dann wäre Kim wahrscheinlich tot und das besprechen wir gleich. Jetzt haben wir noch ein interessantes Bild, das habe ich von einem Serkan geschickt bekommen oder wir auf unserer Facebook-Seite per Nachricht. Könnt ihr auch immer machen, wenn ihr irgendwas Interessantes findet, bringen wir das dann, wenn wir es auch sehr interessant finden. Und wenn wir glauben, dass es auch so sein kann, nicht wenn irgendwie irgendein Schwachsinn kommt, aber wenn wir glauben, das kann irgendwie was sein und es könnte irgendwie was bedeuten, dann bringen wir es auf jeden Fall mit rein, das ist wie jetzt hier. Und zwar folgendes. Er hat uns eine Grafik erstellt mit diesem Unfall. Und zwar, dass dieses Schild noch steht. Oh, und, das ist ein Filmfehler. Nicht, dass das weiß ich nicht, weil dieser Filmfehler, wenn das, also entweder ist das eine Sache, das ist echt krass. Entweder ist es eine Sache, wo
warte mal, wir haben hier Kommentare noch, glaube ich. Andreas, sie wollte nur einen Kunden. Sie wollte nur einen Kunden, jetzt hat sie noch einen Jimmy. So muss man sich einen Sekundenschlaf vorstellen. Ja, genauso fühlt sich, glaube ich, Sekundenschlaf an, wenn du von einfach kurz einigst. Ja, aber ich verstehe nicht, was da vorgemeint ist. Sie wollte nur einen Kunden, jetzt hat sie noch einen Jimmy. Einen plus Jimmy. Hat sie nur noch einen, glaube ich. Plus Jimmy, ja. Steht da. Also nun, sie hat nur noch einen Kunden, Mr. Verde plus Jimmy, weil der Ölbohrkunde ist wahrscheinlich jetzt weg. Ach, jetzt durch das? Ja, durch klar. Durch den Unfall, weil alle Akten verstreut wurden. Ja, aber Jimmy ist ja kein Kunde, oder? Ja, wahrscheinlich. Weiß nicht. Wegen Chuck vielleicht noch, da ist ja nichts mehr, oder? An Erwohlen. Daniel, meine arme Kind, tat mir so leid. Und Andreas, irgendwie müssen sie sich beide ja trennen. In Breaking Bad ist Kimmy ja nicht dabei, oder irre ich mich da jetzt? Wie gesagt, wir haben ja vorhin gesagt, meine kurze Theorie mit dem Texas, dass die vielleicht da ein verschwindet. Aber jetzt zu dem Bild. Wir haben hier den Unfall und wir sehen dieses Schild da. Ich bin das Bild nochmal ganz genau durchgegangen und diese. Es gibt zwei Sachen, wo ich glaube. Oder drei. Eine Sache ist, diese Striche, wo der Serkan da eingezeichnet hat, sind ein bisschen zu optimistisch in die Spur rein. Das ist, wenn man das wirklich ganz genau nachgeht, geht das Auto vielleicht, ich sage nur vielleicht, ganz, ganz knapp daran vorbei. Allerdings glaube ich, trotzdem ist das Schild nicht so ganz gerade dann, wenn das so ganz knapp vorbeigeht. Erstens das. Zweitens ist es ein Filmfehler, was ich nicht glaube, weil drittens, dieses Schild zeigt zurück und alle anderen dahinter zeigen nach rechts. Und wir kennen ja Vince Gilligan, ich weiß nicht, das heißt bestimmt irgendwas. Auf jeden Fall ist es schon krass. Und das ist kein Fake, das ist wirklich in der Folge so drin. Also das Schild hat er nicht irgendwie reinphotoshoppt, das habe ich nochmal nachkontrolliert. Das wäre auch sehr viel aufgefallen. Nee, aber vielen Dank an Serkan, das ist ziemlich, also mir ist es nämlich nicht aufgefallen, dir auch nicht, gell? Nee. Vielen Dank dafür, weil das ist schon ziemlich interessant. Ja. Dann kommen wir nochmal zurück zu Kim. Ja. Wir haben ja kurz hin müssen. Daniela, ich dachte kurz, sie hätte einen Herzinfarkt. Und Andreas, ganz lang, sie wollte nur einen Kunde und dann jetzt auch nochmal den Ölkunden. Und dazu macht sie sich Sorgen wegen Jimmy, das plus Jimmy. Dann kam der Stress mit der alten Kanzlei zu tun. Sie ist völlig fertig mit der Welt und deutlich gestresst und übermüdet, daher der Sekundenschlaf, so meinte ich das. Ja, ja klar, sie ist auf jeden Fall am Arsch. Bild, hast du wieder. Ja, das Bild können wir wegmachen. Sie ist auf jeden Fall am Arsch. Ja, mal kurz dazu. Das Bild wollte ich doch, das wollte ich noch da haben. Und zwar, man sieht hier ganz klar die ganzen Akten oder die ganzen Sachen, die er so mitnehmen wollte, liegen um sie rum und das ist so auch ein bisschen symbolisiert. Sie übernimmt sich mit dem Ganzen. Das ist alles so um sie rum und sie kriegt keine Ordnung mehr rein. Das ist alles verstreut. Ja. Oh, ich bin ein super, einfach super. Aber trotzdem mal kurz dazu, wie fandest du das denn, dass Kim den Unfall überlebt hat? Weil ich denke auch nicht, dass sie jetzt daran sterben wird, weil sie ist aus dem Auto geklettert und hat den Arm gebrochen. Ich weiß nicht, wie ich es finde. Einerseits für den Charakter freue ich mich natürlich, dass sie überlebt hat, aber für die Dramaturgie an sich wäre das eigentlich eine ziemlich geile Chance gewesen, aus Better Call Saul einen richtigen Schlag rauszuholen. Wenn es zum Beispiel so passiert wäre, wie wenn jetzt hier stirbt, wenn die jetzt wenn hier zum Beispiel wirklich die seine Brücke runtergefallen wäre, ja, das wäre schon, ja natürlich, aber kurz, nee, will es natürlich nicht, aber es, wie gesagt, ja natürlich, aber ich fand's komisch, weil sowas kennen wir erstmal gar nicht von Battle Call Saul, ja sowas, so ein Unfall auf einmal, so krass, ne, nicht vorhersehbar und so weiter, das kennen wir nicht. Ich weiß nicht, wie ich es einschätzen soll. Ich muss es, glaube ich, nächste Folge mir reinziehen und dann kann ich das, glaube ich, besser bewerten. Ja. Ja, das war die Folge Fall. Die Episode Warum 9, überhaupt Fall? Die letzte, die vorletzte Folge. Warum ist sie Fall? Lass doch erstmal so ein bisschen Dramatik. Das ist die vorletzte Folge. Wir haben nur noch eine vor uns. Ja, aber. Traurig. Aber auch. Er hat das recht. Viel Arbeit gewesen, jeden Donnerstag. Ja. Wir haben es noch zweimal vor uns. So, jetzt. Ja, vor. Ein bisschen vor.
Das war wahrscheinlich ein symbolischer Fall, der hier gemeint war. Ja. Oder ich denke, dass der Fall, dieses Slip and Fall, dass es einfach den Prozess von Jimmys Charakter beschreibt. Dass er halt jetzt immer verkommener und immer mehr zu Slipping Jimmy wird wieder. Also in der letzten Folge zum Beispiel hat er ja diesen Fall rausgeholt, wo er einfach auf den Boden geknallt ist und hat sich da Geld geholt. Ja. Und jetzt hat er was noch krasseres gemacht. Das war dann der Fall nach dem Ausrutscher, dass er jetzt eben $1 Million rausgeholt hat, indem er alte Frauen bescheißt. So, das ist einfach den Prozess von Jimmys Charakter, beschreibt seine Verkommenheit. Ja, es, ja. Weil ja. Es gab ja keinen Fall eigentlich. Was weißt du aber noch, was wir vor, weiß nicht, 6 Wochen gedacht haben oder so, als das rauskam, als die letzten Namen, Titel von den Episoden... Ja, wir haben da viel dramatischere Sachen rein. Wir haben gedacht, das bezieht sich immer alles auf Chuck, dass der komplett abstürzt und so. Das haben wir gesagt, mit Fall, Lantern nämlich. Mit Lantern auf jeden Fall, ja. Und mit Fall und so. Das haben wir gesagt. Und Chuck ist jetzt eher gerade so der, wo... stabil ist eigentlich. Er wird wieder gesünder, er hat, glaube ich, das mit HHM auch noch in der Hand und so. Ja, Kim also, ist, glaube ich, gerade eher am Abkacken. Ja. Und Birgit schreibt dann auch, man sollte auch noch daran denken, dass sie den Ölkunden ja nur angenommen hat, weil sie dachte, dass sie für Jimmy Geld verdienen muss. Das ist auch interessant. Ja. Vielleicht also war das die Reaktion vorher noch. Deswegen, ja, sie musste eigentlich eine Kanzlei für 2 Leute unterhalten. Und dann kommt Jimmy und sagt, Jimmy hier, ich habe 1 Million verdient und die macht sich hier die fette Arbeit. Wo sie glaubt, ja, dass sie für 2 zahlen muss. Kim war immer die, wo gutmütig zu Jimmy war und eigentlich ihn nie beneidet hat. Deswegen, aber das Thema hatten wir ja schon. Ja. Auf jeden Fall, wir können langsam eigentlich zu der Promo kommen, oder? Dass wir uns mal jetzt anschauen, was in der letzten Folge kommt. Das können wir jetzt machen. Und zwar... Gut aufpassen, das ist die letzte Folge. Die wahrscheinlich für immer. Ja, das ist übrigens genau, das müssen wir mal kurz sagen. Wir wissen ja nicht, ob eine 4. Staffel kommt. So spät, also so lang haben sie immer noch, haben sie keine... mein Deutsch, Alter, gerade. So lang... Schwarzer Stuhl, ne? So viel Zeit, mein Gott, was ist mit dem Wetter los? Es ist so dunkel geworden. So viel Zeit haben sie sich zu der Verkündung einer neuen Staffel noch nicht gegeben. Und es könnte die letzte Promo ever. Dann schauen wir uns auch mal kurz die Zahlen an, oder? Letzten Promo, ja. Wir gucken uns erstmal die Promo an, würde ich sagen. Ja, oder so. Und dann, viel Spaß mit der vielleicht letzten Promo ever. Ja. On the next episode of AMC's Better Call Saul. I'm willing to let bygones be bygones. And if you agree, I think we can settle all this right now with a simple handshake. Where's the Poppy? If I had to do it all over again, I would do some things differently. For more Better Call Saul, go to AMC.com. Jetzt. So, was haben wir da gesehen? Wir haben vieles gesehen. Wir sehen es da immer noch, weil wir ein bisschen verzögert sind. Chuck macht auf jeden Fall einen auf Badass. Ja, Chuck will irgendwie noch was rausholen. Und irgendwie mit Howard sich einigen zu irgendwas. Und da gibt es ja auch eine kleine Theorie, dass... Das ist eine krasse Theorie, dass Chuck vielleicht von Howard den Sandpiper Crossing Fall abluchst, also als Gegenleistung irgendwie, und dadurch irgendwie Chuck Jimmy wieder eins auswischen kann. Das ist ziemlich viel Content für die Folge. Aber und dann sehen wir aber noch Nacho mit einer Waffe in der Hand. Ja, ja. Die sind beim Vater. Also weil die Salamanca ist angekommen, im Geschäft von seinem Vater. Das ist krass. Warum nimmt er eine Waffe in die Hand? Nimmt er die vorher in die Hand oder danach? Also ist nicht genau. Das können wir so eh nicht beurteilen. Wahrscheinlich sind die Szenen dann andersrum. Ja, deswegen frage ich mich gerade. Und man sieht aber auch Jimmy bei Chuck. Ja, er steht auf einer Straße mit dem Auto und es sieht aus wie die Straße von Chucks Haus. Ja. Es ist interessant, weil... Wir sehen dann nochmal, die Serienmacher wollen nochmal irgendwie die beiden in eine Szene bringen, so. Man weiß nicht warum. Oder wegen dem Sandpiper-Ding. Vielleicht wird es schnell erzählt irgendwie. Ja. Und Jimmy, weil er sagt dann irgendwie auch, er will dann
Er sagt doch irgendwie, er will dann jetzt alles anders machen oder will irgendwas anders machen. Also ich bin da noch nicht ganz sicher, wie das wirklich weitergeht. Auf jeden Fall... Daniela schreibt auf jeden Fall, diese schicken Schuhe von Mallwalking müsst ihr beim letzten Livestream tragen. Ja, sehen kann die jemand besuchen? Der Moskau-Mule, der kommt auf jeden Fall. Kann der... Okay. Könnt ihr die Schuhe besorgen dann? Tragen die mit. Ja. Er fragt, wie sind die Quoten? Wie sind Sagen die Quoten? Wie sind die Quoten der ganzen Folgen der dritten Staffel bis zu dem neunten? Und die sind nicht gut. Alter, wenn du mal guckst, die allererste Folge Better Call Saul, was die für Quoten hatte, wie es dann bergab ging. Das ist krass. Vor allem keine einzige Episode der dritten Staffel war besser als eine Episode der zweiten Staffel. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und dann noch die letzte Folge war die schlechteste aller Zeiten. Mit 1,47. Das sieht nicht sehr gut aus. Und deswegen. Und wir müssen aber kurz sagen, das sind die amerikanischen AMC-Quoten. Ja, die sind amerikanischen, aber ich denke mal, AMC schaut auf die amerikanischen Zahlen, nicht auf die deutschen. Ja, schon, das sind wahrscheinlich die einzigen Quoten, die interessieren, weil sie da auch wahrscheinlich. Wobei, ich weiß nicht, ob die vielleicht auf die Netflix-Quoten, wenn Netflix die alle. Ich weiß nicht, strahlt Netflix für die ganze Welt aus, weil dann könnte es wieder sein, dass es interessant sein könnte. Weiß ich nicht. Aber die Zahlen sehen nicht gut aus. Ja, wahrscheinlich warten sie auch deswegen so lange mit einer Ankündigung der vierten Staffel. Ja. Und jetzt müssen wir wirklich beten, dass für die letzte Folge die Quoten wieder hochgehen. Also, Fettwerbung machen. Ja, das werden wir in Deutschland wahrscheinlich nicht tun können. Aber das wäre wirklich richtig, Hallo, richtig schlecht. Hallo, demotiviert die Leute nicht. Motiviert fett Leute anwerben, schaut die Folgen, auch wenn die davor nicht angeschaut haben. Wir schreiben eine Petition, wenn es keine vierte gibt, weil das wäre eine Sauerei. Das ist krass, und jetzt kommen wir zu der letzten Folge, und da gibt es auch wieder eine Sache, die gesagt wurde, beziehungsweise, nee, die wurde nicht gesagt, die war so oder ist so. Es gibt ja immer Screenings. Wir sind ja durch unser Projekt 4001 einmal in Pressevorführungen von Kinofilmen, wo wir halt Wochen vorher für die Kritiker halt Filme rein uns anschauen können. Und es gibt auch immer zu Serien, in Amerika zumindest, Screenings. Ja. Zu Better Call Saul. Und die letzte Folge, und es war bisher immer so, und die allerletzte Folge der dritten Staffel, also die, wo jetzt kommt, ist die erste Folge in der Geschichte von Better Call Saul, die kein Vorab-Screening, wo es kein Vorab-Screening gab. Und da wird jetzt natürlich fett spekuliert, entweder warum... Entweder ist es gut oder schlecht. Naja, ich glaube gut und ich glaube sogar so weit gut, dass wir Jesse Pinkman vielleicht sehen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich eben doch, cool, aber... weil... Also ich glaube, das könnte sein, weil er gesagt hat, wer war das? Peter Gould, in dem letzten Interview, wo wir gelesen haben, das Ende ist sehr provokant. Und es kann irgendwie sein, dass irgendwas auf Jesse Pinkman unglaublich darauf hinweist. Vielleicht sehen wir den gar nicht, aber es ist so unglaublicher Hinweis auf Jesse Pinkman und dann endet die Serie oder so und dann sehen wir den nicht, obwohl alle drauf gewartet haben. Ja, das Ding ist aber oder, eigentlich... Mama, oder es stirbt jemand. Ja. Was anderes kann mir nicht vorstellen, wenn mit der Aussage ein provokantes Ende. Gut, also die Macher von Better Call Saul, für die ist ein provokantes Ende auch das Ende der zweiten Staffel zum Beispiel. Für deren Maßstab. Das heißt nicht unbedingt, dass da jemand sterben muss oder dass Walter White oder Jesse Pinkman zurückkehren. Was ich auch überhaupt nicht unbedingt will oder nicht unbedingt verlange. Es wäre schon cool, wenn man den mal sieht, aber ich warte jetzt nicht darauf hin, bis Jesse Pinkman wieder zu Better Call Saul zurückkehrt. Nee. Dass dann die Serie noch viel besser wird. Ich will einfach, dass sie eine gescheite letzte Folge raushauen. Ich sag mal so, wie gesagt, das ist ein letztes das Screening... ist nicht gegeben worden. Also da wird was kommen, Alter. Aber fett. Bei den Kinofilmen ist es normalerweise immer so, dass die Filme keine Screenings bekommen, wo man denkt, dass die Kritiker reinhauen könnten. Mit schlechten Kritiken. Aber Alter, das glaube ich aber selber nicht. Mit den Embargos, dass sie dann so spät wie möglich rausgenommen werden. Ja, klar. Aber Peter Gould, wenn der, habe ich schon vorhin gesagt, Regisseur, oder was? Der wird bei der nächsten Folge Regisseur sein. Ja. Die wird schon gut werden, auf jeden Fall. Alter. Aber jetzt hier kurz mal Vincent... schreibt, ist das nur bei mir so oder auch bei anderen diese ständigen Unterbrechungen? Ja. Wir sehen das leider bei uns immer rot. Das nervt uns sehr. Auch. Wahrscheinlich wegen Gewitter, weil hier ist es übel dunkel. Junge. Es ist übertrieben dunkel. Vorhin, wo ich gekommen bin, war es hell, da war Sonnenschein. Jetzt ist es dunkel. Jetzt wird die Schlagschatten und so. Aber, eine kurze Frage, hört man auch
hört man uns auch nicht durchgehend? Ist es auch unterbrochen oder ist nur das Bild unterbrochen? Auf jeden Fall, ich hoffe, dass die 10. Episode nochmal dramatisch einen auf die 9. Episode draufsetzt. Wie gesagt, durch die zwei Sachen. Dass gesagt wurde, dass es ein mega provokantes Ende ist, wenn keine weitere Staffel kommt, und die Sache, dass es kein Screening gab, glaube ich, dass es eine üble Folge wird, Alter. Ich halte meine Erwartungen ein bisschen niedriger diesmal. Und ich diesmal höher. Ja, gut. Aber wie gesagt, du brauchst da keine Action erwarten bei Better Call Saul, das kommt mit Sicherheit wieder nicht. Deswegen, ich glaube, dass bei der neuen, also ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich glaube, dass die 10. Episode jetzt wieder mehr so, was vorbereitet auf die nächste Staffel. Dass neue Konflikte aufkommen und die vielleicht überhaupt nicht kommen wird, was richtig schlecht wäre. Zumindest war das immer so in den anderen beiden Staffeln. Da war die 10. Folge mehr oder weniger immer die Folge danach. Okay. Weißt du, also die Folge, wo es ein bisschen wieder ausgelaufen ist. Und ich hoffe, dass es diesmal nicht so ist. Also wir kriegen hier die Kommentare, Ton geht wohl, das ist doch wenigstens das. Doch hört man hört euch, ab und zu Unterbrechung im Ton, nur Bild hackt mal. Ja, wenigstens der Ton ist, glaube ich, noch wichtiger. Was aber wir jetzt noch haben, sind die angesprochenen, versprochenen Preise. Oh. Wir haben, wie gesagt, wir hoffen, dass wir, oder eigentlich sollte das morgen klappen, dass wir morgen das Gewinnspiel starten und dann läuft es 2 Wochen bis zum 29. Juni, 14:59 Uhr. Und dann losen wir die Gewinner live in unserer Special-Folge aus. Ja. Und dazu haben wir ja ein großes Gewinnspiel und wir haben hier die Preise. Und zwar fangen wir mal an mit einem ziemlich coolen Los Pollos. Sehen wir uns leider. Oh. Es wird nicht besser. Los Pollos, Hermanos. Mein Kopf ist ein Los Pollos, Hermanos Notizblock. Das ist geil, Leute. Warte. Hallo. Ein Los Pollos Hermanos Notizblock. Innen drin sieht man auch immer, glaube ich, Walter White rechts unten. Super. Und fängt schon mal gut an. Dann haben wir das T-Shirt. Geil. Ich bin gleich weg. Das T-Shirt, das ist nicht das hier. Das gefällt mir sogar noch besser als deins. Eigentlich. Ja, das ist mit das der ist Flagge, cooler, ne? Das ist noch ein bisschen geiler, weil das ja auch vorkam in der Staffel 2 an der Schule. Mit der Flagge. Mit der Flagge, ja. Ja, das T-Shirt geht definitiv, wird dann. Obwohl, das können wir nicht sagen. Na doch, sagen wir das. Das geht definitiv an den Jungen, weil wir auch definitiv, und jetzt bin ich auch weg. Fast ein T-Shirt nur für Mädels haben. Oh. Und das ist doch geil. Wir haben also ein T-Shirt für Jungs, ein T-Shirt für Mädels. Und dann haben wir noch einen richtig geilen Hauptpreis. Und das ist das hier. Eine Los Boyers Hermanos Tasche. Nice. Das ist schon ziemlich geil. Und natürlich alles schön gestellt von Close-Up. Den Merchandise-Shop, wo man alles bekommt. Close-Up. Und natürlich bedanken wir uns da schon vorab. Wir hoffen, morgen geht's los. Und super. Warte, hier unten. Nee, hä? So? So? Muss umdenken, spiegelverkehrt. Ja, klar, wie kommt deine Team? Ja, man sieht's. Das sind die Preise. Und dann haben wir natürlich ja auch noch, dürfen wir nicht vergessen, und es geht nur an euch, diese Tasse als Publikumspreis haben wir ja letztes Mal schon angekündigt, an die interaktionsfreudigsten Zuschauer. Wir beide, das ist dann eine andere Gewinn, das ist ein zweiter Topf. Wir beide schauen vorab suchen uns die 5 interaktivsten Zuschauer zusammen. Wir spielen eine Runde Bingo mit euch. Und dann wird da runter auch ausgelost. Ja. Ja, soweit so gut. Wir sind am Ende der zweitletzten, vielleicht ewigen zweitletzten das Folge. Das ist echt blöd. Mein Gott. Nächste Woche ist das Finale, das große Finale. Ich krieg von dir Moskau Mule. Nee, erst eine Special-Folge, wenn überhaupt. Ach so. Ich brauche halt jemanden, der mir das macht, weil ich kann selber nicht. Ja, okay. Deswegen haben wir hier, der mir das machen kann. Ja, für alle anderen, hier unten steht's, wir haben... Das ist,
Hier unten steht's. Alter, wie geil ist der Effekt. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wo wir alles auch vorab, vor dem Livestream und danach die Tage immer diskutieren über Better Call Saul. Da treffen sich alle Better Call Saul Deutschland-Fans. Ihr seid gerne eingeladen. Und dann würde ich sagen, wir haben noch ein schönes, kurzes Outro. diesmal ein ziemlich interessantes Outro. Und es dann gab Beef am Set von Better Call Saul. Ja. Ja. Und dann können wir uns eigentlich auch verabschieden für bis auf nächsten Donnerstag wieder. Ja. 19 Uhr, letzte finale Episode. Hoffentlich mit euch allen wieder. Und dann sagen wir ciao, Adi. Und viel Spaß mit dem Outro. Yes. Es ist ein das bisschen sich. Verstörend. Ciao. Ciao. No, why are you getting aggressive, man? F*** you, bro. Let me hold this for a second. Oh, my God. What are you going to do? What are you going to do? What are you going to do?